und herzlich willkommen zum Eintracht-Podcast. Mehr oder weniger eigentlich nicht wirklich Eintracht-Podcast, sondern heute reden wir mal über etwas anderes, und zwar über die deutsche Nationalmannschaft und ihr verzweifelter Versuch, in die nächste Runde zu kommen. Die deutsche Nationalmannschaft ist ausgeschieden in der Vorrunde. Es hat nicht sollen sein. Jetzt mit einer Niederlage gegen Südkorea. Man mag es kaum glauben. Liebe Leute, an meiner Seite zuerst aber mal will ich jetzt mal anfangen. Der Jesper, ein seltener Gast des Eintracht-Podcasts, aber umso schöner, dass er da ist. Hi. Hey, danke. Wie immer der wunderbare, einzigartige, die Granate aus Frankfurt, der Basti, der Red. Gute. Und ein ganz besonderer Gast, ich freue mich sehr, dass er da ist, ein guter Freund der Podcast-Familie, der Ned Fuller, der Flo. Hi. Moin. So, haben wir eigentlich eine ganz gute Konstellation hier. Zwei aus Hamburg, zwei aus Frankfurt. Rund, jetzt geht's rund. Jetzt beginnt die verbale Prügelei, will ich meinen. Zwei Mundschutz rein. Ja, liebe Leute, habt ihr alle das Spiel geguckt? Ich gehe davon aus. Ich habe eigentlich mit einem anderen Intro gerechnet. Ich habe gedacht, du machst es hier. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Vierter Stern. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das. Ja. Was für eine krasse Kiste, oder? Heftig, ja. Ich find's, ich weiß doch gar nicht, ist noch sehr, sehr frisch. Wir nehmen ja hier fast quasi direkt nach dem Spiel auf. Für krasse Analysen ist es, glaube ich, noch zu früh, aber es ist auf jeden Fall was, womit ich jetzt nicht gerechnet hätte. Also ich hätte durch die Gruppenkonstellation damit gerechnet, dass irgendwas Krudes passiert, dass es irgendwie dann hier mit diesen ganzen Möglichkeiten 3-2, 3-2 und keine Ahnung, dass sowas passiert. Hm. Aber dass sie tatsächlich 2-0 gegen Südkorea verlieren, hätte ich nicht gedacht. Und ja, jetzt kann dieses Toni Kroos-Tor, glaube ich, nicht darüber hinwegtäuschen, dass zumindest irgendwas nicht stimmt. Ich will mir gar nicht einbilden zu analysieren, was genau. Und Özil ist mit Sicherheit nicht. Aber man kann, glaube ich, jetzt nicht mehr verheimlichen oder drumherum reden, dass in dieser Mannschaft irgendwas nicht stimmt. Was das genau ist, können wir probieren, irgendwie zu ergründen. Jesper, hättest du gedacht, dass die Nationalmannschaft nach dem 2-1, dem durchweg natürlich knappen 2-1 gegen Schweden, noch rausfliegt? Oder hättest du auch gedacht, so wie ich jetzt zum Beispiel, dass es eigentlich eine Initialzündung war? Ja, das hätte ich tatsächlich auch eher gedacht. Also ich habe tatsächlich auch schon mir vorstellen können, dass es ein sehr zähes letztes Spiel wird, weil ich mir schon gedacht habe, dass Südkorea, also ich fand die jetzt bisher, spielen halt sehr langweilig, aber defensiv fand ich sie ziemlich nervig in fast allen Spielen tatsächlich, und habe mir schon gedacht, dass es bei einer Mannschaft wie Deutschland, die halt eben so ein bisschen eher verzweifelt die ganze Zeit war und nicht so eine wirklich klare Linie hatte, schon sehr, ja, zäh werden könnte. Aber ich habe dann auch gedacht, ja, irgendwie über 90 Minuten, wenn du da drauf auf das Tor zustürmst, irgendwann setzt sich dann die Qualität halt durch und dann wird es schon reichen. Aber nee, mit dem Ergebnis habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich war da bei dir und habe gedacht, okay, das war jetzt der Schuss Selbstvertrauen. Es war dann halt nochmal ein Schuss von Bug und jetzt wird's, aber ja, eben nicht. Flo, was meinst du? Lustig fand ich bei der ganzen Geschichte, dass halt nach dem Schwedenspiel eben alle einen Aufbruch ja, proklariert haben. Ja. Wenn man, also wenn das in der nach der 90. Minute ein glückliches 2-1 gibt, dann ist das vielleicht auch kein Aufbruch, sondern einfach mal nur Glück. Also nicht, dass sie alle gewollt haben und dass sie sich reingeworfen haben, dass sie gerannt sind, dass sie versucht haben, ein Tor zu schießen. Das ist überhaupt nicht die Frage. Das will ich denen weder im Spiel gegen Mexiko noch gegen Schweden noch gegen Südkorea absprechen. Zumindest das, was ich gesehen habe, sah nicht so aus, als wenn die sich verweigern. Ich hatte einfach das Gefühl, sie haben keine Mittel, eben genau gegen den modernen Fußball, der jetzt auch bei der WM gespielt wird, Mittel und Wege zu finden, ein Tor zu schießen. Ich weiß nicht, wenn man die anderen Spiele alle geguckt hat, da hast du dann halt eben jetzt bei Portugal einen Cristiano Ronaldo, der diese Qualität mehr hat als alle anderen, die auf dem Platz sind. Du hast das bei Spanien weniger gesehen dieses Mal, deswegen sind sie nicht so dominierend durch oder überraschend durch. Mhm. Du siehst es bei Belgien, da hast du einen De Bruyne, da hast du einen Hazard, da hast du sogar einen Lukaku. Jemand, der also irgendwie etwas besser ist als das, was sonst auf dem Platz rumläuft. Und bei Deutschland fehlte mir das in Gänze. Es gab jetzt nicht den einen Spieler, wo ich gedacht habe, mit dem kannst du ein Spiel entscheiden. Ja, ich fand auch, wir hatten das ja auch bei 93 so ein bisschen angerissen. Jetzt habe ich mir auch, wenn man drüber nachdenkt, dass du, weiß ich nicht, bei Belgien wird überlegt, ob Lukaku oder Batshuayi spielen. Mhm. Und bei uns ist das Timo Werner und Mario Gomez. Das ist trotzdem zwei Regal rein drunter. Also es ist so, du hast auf den Außenverteidigerpositionen mit Sicherheit auch keine Weltklasse-Spieler. Hector ist für mich solide. Drittligist.
Ja, mittlerweile. Ja. Naja, entschuldige Kimmich bitte. Kimmich ist auch in Ordnung, aber es ist eigentlich auch kein gelernter Rechtsverteidiger, würde ich mal sagen, der jetzt auch nicht super in Form war bei der WM. Es ist einfach, du hast Khedira, der auch ein Totalausfall war, sorry. Da sind einfach dann zu viele Mannschaftsteile, die wahrscheinlich nicht auf Weltklasseniveau sind. Aber was mich so ein bisschen wundert, die sind ja trotzdem durch die Quali spaziert ungeschlagen. Also da muss es trotzdem noch irgendeinen Bruch gegeben haben oder irgendeine Eigendynamik, die man jetzt noch nicht so ergründen kann. Weil so auszuscheiden, und machen wir uns wirklich nichts vor, Florian hat es gesagt, wenn dieses Großtor nicht fällt, wenn du wirklich diese 90 Minuten, diese 93 Minuten mal nebeneinander stellst, war keins von den Spielen überragend. Und dass die auf Mannschaften treffen werden, wie Frankfurt, wie Oliver Bierhoff das gesagt hat, die sich hinten reinstellen, das kann diese durchgescoutete, durchgeplante, durchtechnokratisierte Mannschaft zu Zim und alles Mögliche, das kann die ja nicht überrascht haben. Also dafür war es mir wirklich da zu wenig Lösungsansätze. Ich wollte da nochmal ganz kurz einhaken, weil die ganzen Schwächen im Spielermaterial, die sind ja offensichtlich und die wurden auch oft durchgekaut. Also ich sehe jetzt Kimmich ein bisschen stärker, gerade als du das gesagt hast, aber das gibt es auf jeden Fall bei vielen anderen Mannschaften Leute, die besser sind. Das sehe ich auch so. Das Problem ist halt, oder es war halt einfach bisher auch nicht anders. Ne? 2014 hatten wir auch Lösungen, die jetzt alles andere als optimal waren, mit teilweise Höwedes aus den Außenverteidigerpositionen und Mustafi, der da frisch mit drin war und sowas. Und Khedira war auch da schon jetzt keine super Granate mehr, aber das hat man eben über das Kollektiv irgendwie abgefangen. Das ist genau der Punkt, halt, ja. Was ich halt mega heftig fand, ich hatte in keinem Spiel das Gefühl, dass Deutschland das spielt, was sie selber spielen möchten, wenn es die Idee gab, sondern dass der Gegner sie immer ganz konkret sowas gezwungen haben, was sie nicht machen möchten, nämlich einfach immer stumpf über die Außen zu laufen. Das war jedes Spiel so. Ja, und, das, aber, und ich bin... Ja? Ich bin beim Schwedenspiel, als wir das geguckt haben, ich bin nach einer halben Stunde bin ich so wütend gewesen, auch wenn ich da gar nicht emotional involviert war, aber also wenn Boateng noch einen Ball nach außen rechts gedroschen hat, wo dann Kimmich irgendwie außen zur Eckfahne durchlaufen muss, ich konnte es nicht mehr sehen. Ja, das ist genau der Punkt. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz großes Problem. Auch wie du gesagt hast, 2014 war es auch nicht so, dass wir jetzt nur Starspieler da hatten. Da ging es auch über das Kollektiv, aber es hat an sich von der Mannschaftsidee, also 2010 hat es ja für meinen dafür fast noch besser geklappt. Ich fand, da waren wir spielerisch nochmal eine Nummer stärker eigentlich als 2014, wo wir Spiele vielleicht auch mit ein bisschen Glück, wenn wir an England denken, aber im Grunde auch irgendwo mit wirklich fliegenden, also mit wirklich sehr begeisterten Fußball auch teilweise gespielt haben, wo dann auch Müller als Breakout-Star da durchgestartet ist. 2014 war es mehr Arbeit, war es mehr Kampf, aber du hast trotzdem das Kollektiv gehabt. Du konntest vielleicht eventuelle Schwächen innerhalb des Kaders mit einem guten Kollektiv egalisieren, aber du hast jetzt deutlich gemerkt, dass zum einen die Mannschaft sich selbst nicht gefunden hat, sie zum anderen diesen Spielstil nicht so wirklich, also entweder nicht geprägt hat oder genau nicht das spielen wollte, was sie konnten. Und dazu kommt, dass jeder der einzelnen Spieler nicht wirklich, also bei Groß hast du gemerkt, dass er versucht, sich in diese WM hinein zu brutalisieren, aber es bleibt so, dass keiner aus dieser schwierigen WM herausgekommen ist und sich in diese WM einfinden konnte. Ich hatte so das Gefühl, dass die meisten Spiele extrem überspielt waren und mit der eigenen, ja, vielleicht nicht genügenden Leistung aus der Saison zur Weltmeisterschaft gefahren ist. Ich glaube das auch. Ich glaube, dass, also ein Lösungsansatz könnte sein, dass jeder so ein kleines Päckchen mit sich selber mitgebracht hat und das, wenn, als das alles auf einen Haufen geschmissen wurde, war das halt zu groß, das Päckchen. Also du hast irgendwie, Hummels war nicht gut in Form, das haben wir Eintracht-Fans live erlebt und live gesehen. Alter, der war so schlecht. Das auf jeden Fall. Ja, also das ist, und dann hast du Toni Kroos, ist wahrscheinlich einfach auch, vielleicht war die Saison für ihn zu gut. Also wenn du wirklich dreimal hintereinander die Champions League holst und er hat wirklich auch bei Real eine überragende Saison gespielt. Ich habe ihn jetzt aber bei der Nationalmannschaft. Aber das ist ja genau das. Also ist Toni Kroos jetzt der Spieler, der eine Mannschaft trägt? Also der quasi um den herum du alles aufbaust. Und das ist er, glaube ich, eben nicht. Er ist ein fantastischer Spieler. Ich finde es super, Toni Kroos spielen zu sehen. Der hat sehr viel drauf, aber er wird von Bayern-Fans ja auch Querpass-Toni genannt. Also er ist halt dann doch. Das finde ich aber ein bisschen unfair. Ja, natürlich. Es ist absolut unfair. Aber er ist halt doch jemand. Ich finde, du hast mit ihm trotzdem einen Quarterback und wenn du ihn richtig einsetzt, ist er da, also auf seiner Position ist er für mich auf der Welt mit Modric vielleicht das perfekte Mosaikstückchen, was du einsetzen kannst.
Also ich, ja, absolut, wenn ich absolut. An Toni Kroos würde ich es als am allerletzten fertig, würde ich auf jeden Fall machen. Also ich finde, du hast doch auch andere. Nicht einen schuldigen Spieler. Entschuldige, nee, genau, das mal, das wollte, darauf wollte ich hinaus. Ich glaube einfach, genau. Ich glaube einfach, dass diese Gesamtgemengelage, dass du so viele Spieler hattest, die so ein bisschen selber mit sich gehadert haben, das hast du irgendwie nicht und das kannst du auch nicht durch irgendwelche Hashtags und irgendwelche, keine Ahnung, was Bierhoff da immer alles macht und die haben da immer so Events und dann kommt irgendjemand zu Besuch und bla. Du kannst, glaube ich, ein Team-Spirit, das kannst du, glaube ich, auch nicht künstlich machen. Das war bei der Eintracht ja jetzt auch so. Das ist, glaube ich, Kovac hat da einen großen Anteil. Aber wenn das jetzt trotzdem nicht funktioniert hätte, dann kannst du das nicht machen. Also du kannst Leute irgendwie gewisse Gruppenkonstellationen tausendmal irgendwie zum Campen schicken und sonst irgendwas. Es klappt nicht. Irgendwie haben die es nicht, na Marvin hat es rein brutalisieren genannt. Ich finde es auch, der Team-Spirit, der konnte irgendwie nicht angezündet werden. Das finde ich, die haben es probiert, weil das hast du gesehen nach dem Tor bei Kroos, dass ja, die wieder hingerannt genau. waren, auch bei der Sache. Also die haben sich nicht gehasst, glaube ich. Aber die haben sich auch nicht getragen gegenseitig. Also das war so ein bisschen, du hast irgendwie das Gefühl, die haben die WM so ein bisschen verschlafen fast. Provokante These. Ja. Ist die Schwäche der, also wir sind jetzt wirklich vielleicht ein bisschen überdreht, aber ist die Schwäche des FC Bayern, hat die negativ auf die Nationalmannschaft ausgewirkt? Ich würde das nicht nur an den Bayern festmachen, sondern an ganz vielen Spielern, die eine Reihe von ungünstigen Karriereentscheidungen auch teilweise getroffen haben. Also ich finde, es ist auch nicht sonderlich hilfreich, wenn halt ein Gomez irgendwie, der jetzt gut bei Stuttgart wieder ein bisschen aufgeblüht ist, aber davor war das eben jetzt auch alles eine schwierige Zeit für ihn. Timo Werner war jetzt bei RB Leipzig auch nicht die ganze Zeit im Saft und hatte nicht mehr diese Selbstverständlichkeit. Das bei den Bayern kommt dazu. Und dann hast du mit Reus auch noch Leute, die viel angeschlagen gewesen sind die ganze Saison. Also so richtig einen richtigen Drive in der Karriere haben da jetzt gerade wirklich die wenigsten, bis auf Toni Kroos. Ne? Ja. Und dann hast du eben noch reihenweise Spieler, wo wir schon seit Jahren drüber diskutieren sind, ob die vielleicht ein bisschen drüber sind. Das ist schwierig. Also ich muss dazu sagen, ich sehe die Herausforderung für Löw viel, viel krasser und größer, als die meisten das bezeichnen. Also wir reden ja oft von so einzelnen Personalentscheidungen. Wäre es besser, den mitzunehmen oder den mitzunehmen? Ich glaube, wenn man so einen Umbruch machen wollen würde, wäre das viel gravierender, als die meisten das gerade auf dem Schirm haben, weil wenn man mal überlegt, wie viele da jetzt eben schon bei sind, die jetzt ja schon quasi die zweite oder dritte Generation neben sich haben, mit der sie dann mal gespielt haben, ja. Ich glaube, da müsste man noch ein bisschen tiefer schneiden, als viele das, glaube ich, wahrhaben wollen. Ich glaube das auch und es gab ja dann auch vor der WM, also oder nach der WM 2014, als eben Spieler wie Lahm, wie Schweinsteiger und wie sie alle hießen, aufgehört haben, da waren ja auch Leute dabei, die über lange Zeit miteinander gespielt haben. Mhm. Sei es teilweise im Verein, dass man sich also darüber auch kennt. Und du hattest doch 2014 ja auch eine Blockbildung und die fehlte jetzt, also in der Innenverteidigung konnte sie nicht immer eingesetzt werden, weil dann jemand mal verletzt oder außer Form war, hatten wir mit Hummels. Das heißt, du brauchst ja gerade bei so einem Team, was ja eher dazu aufgefordert wird, den Ball zu haben und sehr hoch zu stehen. Da brauchst du doch Automatismen. Und die kannst du eben entweder nur aufbauen, wenn du eine Blockbildung hattest oder hast, oder eben, wie es bei Spanien in deren Dominanzphase war, dass die halt quasi alle das Gleiche ja gespielt haben. Sei es, ja, wenn du jetzt bei Barcelona, Valencia oder sonst wo gespielt hast. Es war im Prinzip ja immer, war klar, wie du miteinander funktionierst. Und das fehlte komplett. Jetzt bei dieser Weltmeisterschaft. Ich habe, nachdem es klar war, dass Hummels nicht spielt, habe ich eigentlich gedacht, geil, Rüdiger und Süle in der Innenverteidigung gegen Schweden hätte ich super gerne gesehen. Mhm. Einfach, weil ich ein totaler Antonio Rüdiger-Fan bin. Ich weiß nicht warum, der hat es mir angetan. Und Niklas Süle ist, glaube ich, im Moment eben das Deut besser, was Hummels oder auch Boateng eben nicht mehr ist, weil er jünger und schneller ist. Und gerade wenn du so weit vorne stehst, hat das Boateng 2014 Weltklasse gemacht. Auf jeden Fall. Der beste Verteidiger auf der Welt. Ja. Der beste Innenverteidiger, den es gab, war Jerome Boateng. Und das ist er jetzt nicht mehr. Es war bei dem Spiel gegen Schweden, saß ich mit meiner Freundin und meiner Tochter auf dem Sofa. Mhm. Und da gab es ein Bild, wo Boateng gepustet hat, also geschnauft hat. Und es war 75., 80. Minute. Und ich sagte, der ist doch auf. Ja. Der kann nicht mehr. Und das Spiel, was Deutschland spielt, kann sich ein Innenverteidiger, der nach 75 Minuten auf ist, nicht leisten. Nee, sie höher stehen, weil sie den Ball haben, weil eben niemand anrennt, wie es vielleicht dann im Viertel, Achtel oder Halbfinale gegen bessere Mannschaften ist. Und Südkorea heute hat genau das getan. Die haben überhaupt keinen Fußball gespielt. Mhm. Die haben sich diszipliniert hinten reingestellt und dann sind sie gelaufen. Und da sind dann eben genau die Schwächen, die wir in den Spielen zuvor auch gesehen haben, wieder zutage getreten.
Also du sprichst auf jeden Fall erstmal einen richtig guten Punkt an. Die Südkoreaner haben das heute im Rahmen ihrer Möglichkeiten erstmal herausragend gemacht, ne? Das ist ganz klar. Also die haben den Fußball gespielt, den sie konnten und haben das wunderbar herausgespielt, beziehungsweise haben die es so gespielt, dass sie die deutsche Nationalmannschaft maximalst möglich unter Druck gesetzt haben, alles eng gestellt, also insofern auf jeden Fall richtig. Ich finde es ein sehr interessanter Punkt. Ist es denn vielleicht, also jetzt nochmal zurückzukommen zu Boateng, ist es denn vielleicht so, dass man sich in einer gewissen Art und Weise, ich will jetzt nicht sagen bequemt hat, aber vielleicht die ein oder andere Herausforderung nicht gegangen ist, wäre es für Boateng vielleicht nicht optimaler gewesen, auch mal früher den Weg ins Ausland zu suchen, worüber er jetzt ja nachdenkt. Man darf ja auch nicht vergessen, mit der WM 2014, nach dem Ende der WM, sind ja auch sehr, sehr viele, sag ich mal, Führungsfiguren, ich setze das mal in Anführungsstriche, sind ja auch weggegangen und da sind ja nicht ganz so viele neue nachgekommen. Wenn ich darüber nachdenke, dass Mertesacker weg ist, natürlich auch Lahm, aber das sind ja nur zwei, auch ein Miroslav Klose hat einen sehr großen Wert in der Mannschaft gehabt und es ist natürlich schwierig, das 1:1 zu kompensieren und dann insbesondere in so einer Lulli-Dulli-Welt, wie die Fußball-Bundesliga momentan ist, wo jeder nur noch einen gepamperten Instagram-Account hat und wo es eigentlich sau schwierig ist, eigene Typen zu entwickeln, oder? Ja, ich finde, was ein interessanter Aspekt ist, ist, der Jesper hat es vorhin, glaube ich, gesagt, dass du das Gefühl hast, dass keiner von denen wirklich auf dem Peak von seiner Form war gerade. Jeder entweder verletzt, formtief. Was man nicht vergessen darf, ist, glaube ich, dass die Bundesliga auch mit Klopp, Tuchel, Guardiola wirklich auch geile Trainer verloren Richtig. Hat. Also, wo die Spieler quasi gerade wirklich selber schon in ihrem System eingespielt waren. Und der Florian hat es gesagt, dann kannst du so irgendwie so ein Versatzstück von dieser Bayern-Mannschaft setzt du mitten rein, die sind komplett abgestimmt. Bei Guardiolas geisteskranken Positionsfußball. Dann hattest du ein paar Dortmunder mit Tuchel. Also, die waren taktisch alle ausgebildet. Und diese ganzen Bayern-Spieler haben ja auch so ein bisschen Chaos hinter sich. Also dieses Ancelotti und dann hast du einen rauchenden Fitnesstrainer, dann schreien die sich alle an. Dann kommt wieder Jupp Heynckes, der mit Sicherheit aber auch nicht der Innovator 2018 ist. Kein Visionär, nee, definitiv. Sondern dass die haben die Saison ja eigentlich nur probiert zu retten, dass du quasi so, ja, das ist wie wenn du im Leben irgendwas ausprobierst, funktioniert nicht, und dann rufst du wieder deine Eltern an. So, ey, sorry, ich hab's auch nicht geschafft. So. Ist Jupp Heynckes dein Vater? Meiner Gott sei Dank nicht, aber von irgendjemandem wird das schon sein, zumindest von dem Hund. nein, aber dass du hast wirklich auch in die ganzen Nationalspieler, da ist wirklich auch keiner dabei, wo du sagst, okay, da ist kein Ante Rebic dabei, um das jetzt trotzdem nochmal zu bringen. Du hast bei Ante Rebic gesehen, der ist wahrscheinlich, der hat den Jubellauf nach dem 2:1 wirklich weitergemacht und ist direkt nach Russland gerannt. Also der wirkt auch so, der steht der hatte auf doch, Platz. Der, also der guck so. Dir doch, also du hattest vorhin zum Beispiel gesagt, Özil ist nicht schuld. Ne? Also schon mal gar nicht. Finde ich auch nicht. Absolut nicht. Aber wenn du dir Özil anguckst, der hatte doch, wenn du dir zwei Spiele anschaust, der hatte doch keinen Bock, Fußball zu spielen. Also jetzt gar nicht, er kann sich nicht motivieren, sondern der hatte eben genau dieses Feuer nicht. Ja. Also am schlimmsten war Thomas Müller zum Beispiel. Ja. Da hast du genau gesehen, dass diese Frechheit, in Anführungsstrichen, nicht mehr da war. Der war ja auch überhaupt nicht, sie hatten ihn mal Raumdeuter, der also quasi die Räume besetzt, die keiner ahnt, und plötzlich steht er da und schießt ein Tor. Das war doch gar nicht da. Der hat in dem Spiel jetzt, als er eingewechselt wurde, hat er teilweise Dinge gemacht, wo ich gedacht habe, der würde bei mir in der Bezirksligamannschaft nicht spielen, weil der überhaupt nichts macht. Ja, aber es ist ja Thomas Müller. Das hast du doch gemerkt, als bei Bayern nicht lief, lief's bei ihm auch nicht. Genau. Thomas Müller ist trotzdem, glaube ich, auch keiner, der eine Mannschaft mitreißen kann komplett, weil da fehlen ihm einfach auch die fußballerischen Fähigkeiten. Der ist genauso, der kann dir wirklich, glaube ich, das Besondere liefern, wenn du ein funktionierendes Team hast, weil er dann quasi was anderes macht. Also du hast irgendwie so eine perfekte Maschinerie unter Guardiola, wo jeder rumläuft auf seiner Position und dann ist noch er dabei. Mhm. Und stößt in irgendwelche Räume rein, die dann irgendwie neu kreiert werden. Aber ich glaube nicht, dass er da, wenn du kein funktionierendes Gebilde hast, aber das kann, glaube ich, fast niemand, außer vielleicht Messi und Ronaldo. Ja, das ist also es. Das kann ja fast keiner. Du hast es auch bei Götze bei Dortmund auch gesehen. Genau. Muss man auch reden. Das ist eigentlich auch einer der besten deutschen Fußballer. Der kann aber, wenn es da mit Peter Bosch und mit Stöger nicht funktioniert, dann kann ein Mario Götze das mit Sicherheit nicht retten. Und plötzlich erzählen alle, er wäre formschwach. Also ich finde immer, dass man Spieler auch so abhängig sind von dem Flow, den eine Mannschaft hat und von der Systematik. Ja. Du kannst heutzutage, glaube ich, nicht mehr
über Individualität Spiele gewinnen, sondern das muss funktionieren. Und bei Belgien ist für mich das beste Beispiel. Bei denen ist es auch immer, oh, die haben so geile Namen, dann haben die es nicht geliefert. Und jetzt hast du das Gefühl, De Bruyne hat irgendwie die Kröte gefressen und hat gesagt, ey, ich halte dir ein paar Räume frei, Eden Hazard, dann nutzt die bitte auch und ich spiele halt von hier auf der 6 geile Pässe. Ja, aber wenn du jetzt Belgien nimmst, zu den letzten Turnieren davor hat Belgien jetzt einen Trainer, der versucht, genau das in Einklang zu bringen. Also der genau versucht, die Stärken, die De Bruyne hat und die Stärken, die Hazard hat und die Stärken, die Lukaku hat und also eben einen Batshuayi auf die Bank zu setzen und dem vielleicht auch eben zu sagen, du kommst und kriegst deine Chancen. Wie viele Torschüsse hatte der, als er dann auf den Platz kam? 35? Ja. Und hat die halt aber auch nicht gemacht. Hat dir schon leid getan. Ja, genau. Aber das macht ja nichts, weil er eben genau dieses schafft. Und wenn du andersherum siehst, fangen wir mal eine andere Frage an. Welcher Spieler hat dann komplett überzeugt? Und da fallen mir tatsächlich nur zwei ein. Das finde ich ist Manuel Neuer. Ja. Die ganze Diskussion vorher, alles Pipifax, ja. Weil bester Torwart der Welt, immer noch. Mhm. Und Julian Brandt hat mich überzeugt. Ja. Komplett, weil wenn der da war, hat er auch mal aufs Tor geschossen, wo du denkst, das erwarte ich jetzt vielleicht wirklich mal vom Özil oder vom Kroos oder vom wie auch immer. Und der hat es einfach mal gemacht und du merkst, Mensch, da ist ein anderes, also da ist auch eine ganz andere Anspruchshaltung an einen selber, was ich jetzt hier mitbringe. Das, also, ich weiß, das waren so die wirklich am auffälligsten. Also auf jeden Fall. Ich sehe es genauso. Also Manuel Neuer, muss man echt sagen, das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich so erwartet, dass er in dieser Form zurückkommt. Da muss ich halt auch sagen, das war eine coole Aktion, dass Löw auch einfach dieses Vertrauen in ihn hatte. Und das zeichnet halt einen Trainer dann wie Löw auch aus, dass er sagt, okay, er hält zu ihm, er weiß, was er kann und dann zieht er das durch. Und Neuer war halt in den Spielen, in denen es auch nicht so gut funktioniert hat, war er trotzdem eine Bank und war auch, glaube ich, jemand, an den man sich irgendwie anlehnen konnte. Aber dass das davor halt nicht so wirklich funktioniert hat, weil keiner der Spieler dann eine Normalform hatte, von der Innenverteidigung nach vorne. Brandt war ein guter Aspekt, muss ich sagen, hat mir auch gut gefallen. Dem fehlt dann noch so ein bisschen dieser Moment, aber die Forschheit, die er hatte, dass er mal versucht hat, irgendwie das Tor zu treffen und so, das war auf jeden Fall ganz gut. Daran kann man weiterarbeiten. Aber du musst auch wieder dieses Gefühl haben, dass sie das können. Denn das Problem, was ich auch gesehen habe in den letzten drei Spielen, war einfach, dass die Spieler anscheinend auch nicht so das Selbstbewusstsein hatten, zu sagen, ich schieße immer aus den Lagen oder ich traue mir was zu. Da war nur der Groß derjenige, der dann gesagt hat, okay, ich setze das halt jetzt volle Lotte darauf, dass ich in der 95. Minute einen Freistoß direkt mache. Aber alles davor, auch heute, hätte ich mir einen früheren Abschluss viel früher auch gewünscht. Da haben sie auch versucht, den Ball ins Tor zu tragen. Das funktioniert dann halt auch nicht. Du musst auch mal darauf bauen, dass vielleicht ein Südkoreaner den Fuß falsch hinhält und dass es dann zu einem Tor führt. Und da, also keine Ahnung, da merkst du auch eine gewisse Verunsicherung und das ist, glaube ich, etwas, was die irgendwie versuchen müssen, wieder abzulegen. Ja, das sehe ich auch so. Es ist halt auch, ich wiederhole mich nochmal, aber dieses sich in eine Spielweise reinzwingen, die man überhaupt nicht geplant hat und die auch die Aufstellung gar nicht hergibt, das ist halt auch ein tierisches Problem. Ne? Wenn ich dann halt irgendwie sehe, dass wir, ja, die Großteil der Timo Werner irgendwie auf der Außen rausrücken muss, weil nichts kommt oder Kimmich halt zur Eckfahne durchmarschiert und flach andauernd reinflankt, wo aber wir gar keine weder einen Stürmer haben, der dann da gerade steht, noch irgendwelche offensiven Mittelfeldspieler, die da irgendwie in den Raum reinkommen könnten oder sowas. Und du dir vom Gegner eben genau das alles aufschwätzen lässt. Das war ja gegen Schweden schon nicht groß anders. Klar, da hatten sie halt den Kniff, dass sie jetzt noch flache Flanken geschlagen haben. Ja. Aber damit hatte Schweden jetzt ehrlich gesagt auch größtenteils nicht so das Problem. Das war denen, glaube ich, auch deutlich lieber, als wenn Deutschland irgendwie sich durch die Mitte durchpasst oder dergleichen. Was ich mir viel mehr gewünscht hätte. Also ich hätte mir viel mehr zentrales Spiel gewünscht von Deutschland die ganze Zeit. Womit ich auch eine Aufstellung von dem Özil und dergleichen total rechtfertigen kann. Ja. Wenn man das eben machen möchte, dann finde ich, ist Özil der richtige Mann dafür. Aber wenn man eben sich dann durchgehend ja so asymmetrisch eben auf Flanken abdrängen lässt und dann irgendwie versucht, von da den Ball reinzulöffeln, dann ja, hängen in dem System ungefähr 4 Spieler in der Luft. Und das ist halt großer Quatsch. Ja, muss man so sagen. Jetzt stellt sich aber die Frage, wie geht's denn weiter? Ich fand das, also ich hab bei meiner Oma gesessen und das Interview mit Löw gesehen. Und du hast ihm selber angesehen, dass irgendwie er auch gar nicht wusste, wie er damit umgehen soll. Völlig normal. Wer scheidet schon mal gerne in der Vorrunde aus? Das haben vor ihm ja nicht viele Trainer geschafft, um nicht zu sagen fast keiner. Aber auch da war jetzt nicht, also finde ich, da sollte man jetzt auch nicht anfangen und zu sagen, der Trainer ist schuld und der hat ja alles falsch gemacht.
ich glaube, dass Jogi Löw war. Jogi Löw. Ja. Dass er weiß, dass er Fehler gemacht hat. Ja. Und da geht es gar nicht, ob Sané dabei ist oder Brandt von Anfang an spielt. Das glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass er gemerkt hat, seine taktischen Mittel reichten nicht. Also das, was er sich vorgestellt hat zu spielen, das reicht nicht. Und da muss er sich jetzt Gedanken drüber machen, wie reicht es wieder? Hm. Also wie kann er jetzt, wie kann er jetzt diesen modernen Fußball, der jetzt gerade gespielt wird, wie kann er das knacken? Und es gibt, glaube ich, und das, glaube ich, ist das Größte, es wird keinen Impuls in die Liga geben dadurch. Ich glaube, die Liga wird nicht besser oder schlechter werden, weil die deutsche Nationalmannschaft jetzt in der Vorrunde ausgeschieden ist, denn sonst hätten wir die letzten 4 Jahre als Weltmeister Europa und was auch immer dominiert. Haben wir nicht. Und deswegen, ich glaube, auch da fehlt eben genau dieses Zusammenspiel zwischen DFB und den Bundesliga-Vereinen, was völlig normal ist, weil die Bundesliga-Vereine interessiert es tatsächlich einen Scheißdreck, was in der Nationalmannschaft los ist. Die wollen nicht absteigen, sondern Geld verdienen und vor allem in der ersten Liga bleiben. Und deswegen diese ganze Dynamik, die es mal gab, nachdem eben Jürgen Klinsmann alles übernommen hatte, dann auch eben mit Löw jemand kam, der gesagt hat, wir machen jetzt Dinge anders, auch fußballerisch anders und auch durch ganz Deutschland einen Ruck ging mit Nachwuchsleistungszentren und so weiter. Ich glaube, dieser Impuls fehlt im Moment. Ich bin mir aber nicht sicher, ob jemand wie Jogi Löw, Oliver Bierhoff und irgendein Büroleiter auf der Bank der deutschen Nationalmannschaft genau diesen Impuls jetzt geben kann. Ich glaube, da bräuchte es wieder mal Einflüsse von außen, so wie das zum Beispiel ein Pep Guardiola gemacht hatte damals. Ganz kurz, ja, du hast jetzt verschiedene gute Punkte angesprochen. Ich will noch mal ganz kurz zu dieser Schuldzuschreibung kommen. Also ich denke, was wir, glaube ich, hier alle festhalten können, es ist auch vollkommen irrelevant, wer jetzt Schuld hat oder so. Ich meine, wir müssen schon ganz klar festhalten, Jogi Löw ist Weltmeister mit dieser Mannschaft geworden, hat einen Titel geholt, den wichtigsten Titel im Fußball, im Weltfußball. Ich denke, da ist es dann auch vollkommen irrelevant. Ja, wer hat Schuld oder so. Es ist übrigens auch relativ normal, wenn man sich das anguckt, wie die Zyklen des Fußballs sind, dass du halt in der Regel nicht zweimal Weltmeister ineinander wirst oder dass das Jahr danach oder beziehungsweise die WM danach tendenziell einfach Kacke ist. Das ist so. Du merkst es auch an den Funken Motivation von vielen Spielern, glaube ich. Und es gehört einfach wahrscheinlich zum Zyklus dazu, dass die Folge-WM halt einfach nicht so gut ist. Und ich denke, da ist es doch auch viel besser zu sagen, wir müssen jetzt sehen, wie wir daran weiterarbeiten. Oder was meint ihr? Ja, ich denke auch. Man muss so ein bisschen auch rausrechnen, dass gewisse Dinge einfach auch menschlich sind. Ich glaube, wenn du dann wirklich mal diesen absoluten Hunger hast und Weltmeister wirst, das kennt man ja auch von sich selber irgendwie. Also ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt vornehme, irgendwie 10 Kilo abzunehmen und ich habe es dann geschafft, dann esse ich auch erstmal eine Pizza und denke, boah, cool, Alter. Und dann gucke ich mal weiter, wie ich das hinkriege. Also das ist, glaube ich, menschlich. Du kannst ja nicht unter Dauerstrom stehen. Und da sind so viele Spieler auch, die haben auch schon so viele Sachen gewonnen. Und die Bayern hatten das ja auch mal mit der Champions League. Denn du hängst dann erstmal durch. Und wenn die dann, ja, die standen dann die ganze Saison nicht unter Spannung, dann scheinen die gegen Real aus. Und dann fahren die natürlich nicht denn und haben vielleicht nicht den letzten Hunger. Vielleicht ist das einfach so. Und vielleicht sind dann Mannschaften, die vorher schlechter waren, haben dann diesen Hunger. Also du hast dann einfach, das ist, glaube ich, auch ganz normal. Und Deutschland wird vielleicht in 4 Jahren durch die Erfahrung jetzt vielleicht auch wieder stärker. Also vielleicht braucht es auch immer solche Sachen. Weil wann hat sich denn der deutsche Fußball wieder berappelt? Das war, glaube ich, nach der EM 2000. Wo man gesagt hat, Alter, wir sind hier gegen Lettland, da haben wir nicht mal irgendwie, konnten wir nicht mal gewinnen. Lass uns mal überlegen, was wir jetzt machen. Und ja, vielleicht passiert es, hoffentlich passiert es jetzt auch, weil ich glaube, die Situation ist noch lange nicht so dramatisch wie damals. Also ich finde, Deutschland hat einen Pool an guten Spielern, die brauchen halt aber, glaube ich, und der Florian hat es angesprochen, trotzdem, ich glaube, die Nationalmannschaft ist abhängiger von der Bundesliga oder beziehungsweise davon, wo die Spieler kicken, als ihnen lieb ist, weil die einfach nicht oft genug zusammen haben, selbst wenn es mich nervt, wenn immer wieder Länderspielpause ist, aber die sehen sich ja nicht oft genug, um zu sagen, okay, wir studieren jetzt hier alle Automatismen mit jedem Spieler ein und ich habe jetzt hier eine Mannschaft von 13 Leuten, denen ich vertraue und die sind alle abgestimmt. Das kannst du ja nur machen, wenn die sowieso schon irgendwo funktionieren und dein System, das System Guardiola und Löw war ja trotzdem 2014 ähnlich. Also das war ja trotzdem so, dass Löw, glaube ich, auch jemand ist, der Guardiola sehr schätzt und dann hast du eine Spielweise, die so ähnlich ist und dann, ja, ich glaube trotzdem, wenn du Spieler hast, die sowieso schon in diesem Flow drin sind und immer ihre taktischen Anweisungen gut erfüllen, dann kannst du mit denen auch vielleicht arbeiten, weil du selber die Zeit nicht hast. Also du hast ja nicht die Zeit, irgendwie eine Dreierreihe mit Reus, Draxler und Özil und dann vielleicht noch Müller,
irgendwie einzuspielen. Das ist einfach so und dieses gegenseitige Befruchten ist, glaube ich, in der Bundesliga schon ganz wichtig. Ich denke, das kann man echt nicht außen vor lassen. Ich sehe das auch so, dass die Bundesliga-Saison war auch schon. Im Endeffekt war die Leistung von der deutschen Mannschaft war ein Spiegelbild der Bundesliga-Saison. Ja. Zumindest von den Leistungen. Ich auch bis auf die von Frankfurt, muss man sagen. Ja, klar. Außerordentlich. Gut, aber die von Frankfurt siehst du ja jetzt bei Kroatien. Also ja, ist ja so. Ja, aber das, ich glaube, dieses was Basti gerade sagte, dass die eben nicht die Chance haben, sich zu befruchten und selber voneinander auch zu lernen, ist ja genau das, weil sie eben, also diese Eingespieltheit bei Bayern München, wenn du denn eben schaust, dass Hummels und Boateng die Saison über zusammen spielen, aber ja auch nie gefordert werden. Also sie sind ja das erste Mal gefordert worden, dann noch nicht mal im Achtelfinale der Champions League, sondern dann tatsächlich erst gegen Real Madrid. Und das bedeutet ja auch etwas, wenn du die ganze Saison einfach cruisen kannst, also ganz locker mit der Leistung, die du bringst, und jetzt gehen die nicht hin und sagen, ich gebe heute nur 70%, sondern es reicht halt einfach 70% in der Bundesliga, dann ist es halt schwierig zum Turnier, wenn du 50 Spiele in den Knochen hast, dann plötzlich die beste Leistung zu bringen, die von dir erwartet wird. Das geht, glaube ich, auch rein mental und auch körperlich nicht. Und dann brauchst du vielleicht eben eher jüngere Leute, denen es scheißegal ist, dass der Akku dann eben im Sommer komplett leer ist. Oder eben, wie das Basti gerade gesagt hat, Ante Rebic läuft aus Berlin einfach nach Russland weiter und macht einfach weiter, weil dieses Adrenalin noch so, weil er noch so voller Adrenalin ist, dass er gar nicht merkt, dass er eigentlich mal eine Pause braucht. Wäre vielleicht bei Marius Wolf auch der Fall gewesen. Also ich meine, natürlich, wir können jetzt hier über Personalentscheidungen sprechen, wie wir wollen, aber Leute, die vielleicht einen außergewöhnlichen persönlichen Erfolg auch hatten, dann vielleicht rüber zu retten in die Nationalmannschaft, wäre auch vielleicht einfach nicht verkehrt gewesen, weil bis auf Groß hattest du das in diesem Jahr ja gar nicht. Du hattest ja keinen Spieler dabei, der was für sich Außergewöhnliches erreicht hat. Naja, ich weiß nicht, Gündogan kannst du zum Beispiel schon nennen, der hat schon eine geile Saison gehabt, ne? Sané hättest du auch mitnehmen können. Bei Sané, das ist definitiv. Das finde ich einen wichtigen Punkt, den er jetzt beanspricht. Ich finde trotzdem, klar soll man es nicht an einzelnen Spielern festmachen, aber ich finde zum Beispiel, dass das Argument, warum er Sané zu Hause gelassen hat, nicht gezogen hat, weil das, was der Sané absprechen wollte, hat fast keiner gemacht. Ja. Also dieses Ich habe da tatsächlich ein bisschen Sorge. Also gerade bei Gündogan ist es so, es gibt so Spieler, die werden, also das kennt man auch ganz oft, wenn man, wie wir jetzt vielleicht Fan von Vereinen ist, die jetzt nicht unbedingt durchgehend Champions League spielen, wo es auch mal ein stärkeres Leistungsgefälle gibt. Ja, da gibt es Spieler, die wechseln zu anderen Vereinen, die waren bei ihm gut, die werden schlechter, und dann gibt es aber welche, die blühen halt nochmal relativ krass auf. Und Gündogan ist für mich ein Spieler, der profitiert extrem von einer guten Mannschaft. Also das tut natürlich in gewisser Weise jeder Spieler, aber Gündogan blüht erst richtig in einer gut funktionierenden Mannschaft auf und ist auch niemand, der es für mich selber rumreißt. Der wird erst zu einem Platin-Spieler, wenn der eben in einem guten Gefüge steht. Und da ist halt so, in der jetzigen Mannschaft, mit dem Plan, den Löw sich zumindest zurechtgelegt hatte, weiß ich nicht genau, wo er reingepasst hätte und wo es geklappt hätte. Und bei Sané bin ich mir ehrlich gesagt, also schon eher, weil er natürlich mehr einfach selber machen kann. Der kann halt lange Wege gehen mit dem Ball, der stresst auch. Aber so ein Sané, der stresst eben Außenverteidiger von einer Mannschaft eben auch deutlich mehr, wenn sie wissen, scheiße, ich muss zeitgleich noch auf vier andere aufpassen, die da auch Druck machen und die vor allem 10 Meter weiter höher stehen, wie das bei Manchester City der Fall ist. Und dann blüht so ein Spieler eben auch nochmal krass auf. Ja, da fehlt es halt auch dann, finde ich, eben genau diesen Ausgleich, dass du eben sagst, Mensch, also Boateng kann immer noch diese Querpässe über 158 Meter direkt auf den Punkt geben. Das kann er immer noch und das hat er ja auch mehrfach gemacht. Nur dann fehlt es halt eben, dass dann plötzlich der vielleicht Kurzpass nach rechts außen kommt, also nicht einmal quer rüber, auf wer auch immer dann links war, geschossen wird, sondern einfach mal rechts macht dann jemand anders plötzlich Wirbel. Das fehlte komplett. Auch diese Variabilität. Und das war vorhin, das möchte ich nochmal ansprechen, die Mitte hat ja komplett gefehlt. Es gab ja niemanden, der irgendwie aus der Mitte Gefahr versprüht hat. Also jetzt mal Toni Kroos in allen Ehren, bis auf diesen Schuss, diesen Freistoß, war es ja nicht das Gefühl, dass wenn er am Ball ist, Gefahr für das gegnerische Tor besteht. Und das haben die ja ganz krass gemerkt. Also ich meine, Özil hat teilweise gestanden jetzt auch bei dem Spiel und hat einen Ball bekommen und es hat ja niemand den irgendwie versucht, ihn sofort anzulaufen. Also, sondern die haben einfach gesagt, ja, mach ruhig, weil da kommt eh nichts. Und als aber dann der Ball nach außen kam, da wurde versucht eben wieder, ja komm, dann drängen wir dich jetzt an die Eckfahne oder dann kannst du eben hier, und wenn du wieder zurück in die Mitte spielst,
ist alles wieder in Ordnung. Da kommt keine Gefahr. Und da fehlte es etwas und komplett, und das hatte Basti, glaube ich, bei 93 schon gesagt, der Sturm. Es fehlte komplett ein Stürmer à la, sag mal, Lewandowski. Also wo du weißt, der kriegt den Ball und verdammt nochmal, der darf den Ball nicht kriegen, egal wo. Und das fehlte komplett in der deutschen Mannschaft. Ja. Da hat keiner in irgendeiner Form Gefahr ausgestrahlt. Ja, ich finde auch, wir haben es jetzt probiert, auch irgendwie an der Taktik, an dem Personal irgendwie zu erklären. Ich finde aber einen Aspekt, den du auch nicht vergessen darfst, und das ist auch ein bisschen Küchenpsychologie, aber ich finde trotzdem, dass man auch sagen kann, ich glaube, in dieser Mannschaft hat es auch nicht gestimmt, weil du trotzdem an vielen Stellen ist das so ein bisschen rausgesprudelt aus dem Deckel. Also natürlich wollen die das nicht. Bei Hummels doch heute auch, ja? Die wollen sich als steriles Produkt präsentieren, die wollen Best Never Rest, das muss alles passen und da gibt es Fotos mit Anzügen und hier bla 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 und keine Ahnung. Aber ich finde, dass du an den Aussagen von Toni Kroos nach dem Spiel, der war sehr gereizt, von wegen, ja, Leute wollten, dass wir ausscheiden. Dann hast du es bei Hummels nach dem ersten Spiel gemerkt, der gesagt hat, ja, Digga, wenn die Leute auch auf uns zulaufen, kann ich das nicht bringen. Du hast so ein bisschen Thomas Müller, der hat probiert, sich so ein bisschen drüber lustig zu machen. Dann gab es die Gerüchte wegen Grüppchenbildung, Junge gegen Alte, bla 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 bla. Ich glaube, was einer von euch vorhin gesagt hat, dass wirklich so, ja, so Korrektive wie Philipp Lahm vielleicht und Mertesacker, die vielleicht so, ja, weil das sind schon beides eher bodenständige Typen, glaube ich. Und wenn dann einer ausschert irgendwie, der so ein bisschen freakig ist, den haben die dann vielleicht wieder ein bisschen zurückgeholt. Also du brauchst so, und ich witz mal, so eine Lars- und Sven-Bender-Mentalität brauchst du, glaube ich, in jeder Mannschaft. Mhm. So einer, der sich nicht selber zu ernst nimmt, aber der darauf aufpasst, dass die Gruppe funktioniert. Ja. Irgendwas halt, glaube ich, trotzdem in dieser Gruppe nicht funktioniert. Ich will mal, weil ich finde trotzdem, dass du es in den Auftritten ablesen kannst. Du kannst jetzt nicht sagen, das war komplett taktische Unfähigkeit und komplett kämpferische Unfähigkeit und da war auch irgendwie die Körpersprache und der Spirit zwischen den Spielern hat mich jetzt nicht überzeugt. Also ich finde schon, dass man zumindest die Vermutung anstellen kann, dass innerhalb dieser Mannschaft irgendwas nicht stimmt. Was das genau also, ist, weiß ich. Da möchte ich, das möchte, genau, und da möchte ich noch eine Sache einbringen. Mhm. Und ich auch so lächerlich das jetzt klingen mag und jeder weiß, dass ich einen Köln-Fan als Freundin habe. Aber so etwas, und das, ich muss diesen Namen nennen, sowas wie Lukas Podolski hat in dieser Mannschaft komplett gefehlt. Und ja, ich meine jetzt auch nicht, oh, der war ein Maskottchen. Also bei aller Liebe, aber ich glaube, dass du eben dieses Mannschaftsgefüge, das brauchst du. Du brauchst eine Kabine, nennt man das im Amateurfußball. Du brauchst die Leute, die nach dem Spiel, ob Sieg oder Niederlage, beisammensitzen und Bock haben, miteinander Zeit zu verbringen. Und bei den Ich-AGs, die jetzt da rumlaufen, die sich selber stark vermarkten müssen, um Geld zu verdienen und hin und her, fehlte vielleicht genau dieses Korrektiv. Genau dieser eine Typ, der sagt, dass es doch in Ordnung ist, wenn Jogi Löw sich am Sack kratzt, weil das machen 80% der Männer. Und genau das fehlt. Und dieses Marketing drumherum, dieses Zzzm, ich habe, wenn du bei Twitter, also ich habe jetzt Twitter die App bei mir auf dem Handy. Ich habe nach der Niederlage gegen Mexiko ganz viel über die Nationalmannschaft erfahren. Nämlich, welche Sponsoren die haben. Und ich habe ganz viele Videoclips gesehen, wo deutsche Nationalspieler drin vorkommen oder der Trainer. Ich habe aber eben nicht das Gefühl gehabt, dass jetzt seitens des DFB-Accounts oder ähnliches mal Eistonnenbilder, Mertesacker, keine Ahnung, irgendein lustiges Scherzlein von wem auch immer rüberkam, sondern es war sehr funktional, sehr wie so eine gut geölte Maschine. Ja. Und ich glaube, dass du neben dem allen, dass du die besten Leute zusammen haben kannst, diese Kabine brauchst, dieses funktionierende Mannschaftsgefüge. Und das kam bei der Mannschaft überhaupt nicht rüber. Ja, also wir haben jetzt ja auch sehr, sehr viel über Spielerische gesprochen, über die Mannschaft an sich. Ich will aber, was du jetzt schon angedeutet hast, was ich jetzt auch schon länger sagen wollte, und zwar, ich habe das Gefühl, dass der Scheitelpunkt jetzt einfach überschritten ist. Ich glaube, dass wir jetzt hier vielleicht eine Art Zeitenwende gesehen haben, wo wir feststellen müssen, dass dieses aalglatt, diese Übervermarktung der Nationalmannschaft, die auch viele Leute entfremdet hat. Und ich denke, das gehört auch mit dazu. Ich glaube, dass der Rückhalt, was Toni Kroos angesprochen hat bei einem Gespräch beziehungsweise einem Interview, das er geführt hat, dass ja viele wollten uns ja schon verlieren sehen. Ich weiß nicht, ob viele die Nationalmannschaft verlieren sehen wollten. Ich glaube aber, dass die Irrelevanz
bezüglich der Nationalmannschaft ein Stück weit größer geworden ist, als es vor 4 Jahren war. Das hängt selber mit Ermüdungserscheinen zusammen, aber ich glaube auch, dass das, worüber wir hier schon seit Jahren sprechen, dass die Tatsache, dass du dir kaum noch Eintrittskarten für die Nationalmannschaft leisten kannst, dass du überall vollgemüllt, zugemüllt wirst mit Schlandfähnchen, mit der Yogi guck da aus der Wäsche, die Nationalspieler verkaufen, siehst du auf allen Ferrero-Produkten und das ist ja noch das Bessere von der Vermarktung, sondern auch dieses Zusammen dann Best Never Rest, genau was ihr eben gerade angesprochen habt, dass diese Überpräsenz nicht in dem Verhältnis steht zu dem, was sie ja aktuell leisten und dass irgendwann du auch überdrüssig wirst und dann auch, glaube ich, nicht mehr die Lust hast, das alles so zu vermarkten und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, das merken die auch, oder glaubt ihr das nicht? Ja, ich finde auch. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie es merken. Ich glaube sogar ehrlich gesagt, dass das die ein Stück weit entlastet, weil du hast das Gefühl, du wirst mehr mit Nationalmannschaft zugeballert, aber du kriegst ja im Endeffekt tatsächlich weniger von den Spielern mit und die Spieler machen ja eher weniger. Also ne, die Medienpräsenz ist ja geringer, aber sie sind präsenter. Ja. Also sie machen ja weniger, es sind ja weniger Interviews, die strahlen die Fratzen von überall entgegen. Aber ich glaube, für die Spieler ist es halt eigentlich, es ist so ein glatter Schutzschild. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das für die einen großen Unterschied macht. Also ich meine, die drehen jetzt einmal irgendwie einen Mercedes-Werbespot oder sowas, aber die kriegst du danach nichts davon mit. Basti? Also ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Ich finde trotzdem, glaube ich, weil das spiegelt sich ja trotzdem auch in einer gewisser Weise wieder. Du hast nicht das Gefühl dieses, ja wie soll man das nennen, du hast nicht das Gefühl, dass so ein Feuer, das Feuer ist aber auch hier nicht entstanden. Genau. Klar kriegen wir, weil die haben ja trotzdem auch immer gesagt, und 2006 waren ja selber hier, aber die haben ja auch immer 2010, 2014 gesagt, ja die kriegen das mit. Und die haben irgendwie Bock und dann gibt es irgendwie Grußbotschaften, blablabla. Das habe ich jetzt nicht. Ich habe in meinem Umfeld auch, ich hatte jetzt nicht so, dass die Leute gedacht haben, boah geil, die WM geht los. Du hast es überall. Ja, nee, das stimmt. Ja. Das Public Viewing nimmt ein bisschen ab sogar. Diese ganzen, selbst die Schleis haben vielleicht teilweise keinen Bock mehr, weil jetzt Weltmeisterschaft schon geholt wurde. Ich glaube trotzdem, natürlich macht das jetzt nicht 50%, also vielleicht 5%. Und das so solche Aussagen von Kroos kommen ja daher. Weil so ein wirklich, wie der Marvin es gesagt hat, ich glaube, die Zitrone wurde jetzt so fest ausgepresst, da ist kein Saft mehr drin jetzt. Du musst dir jetzt eine neue Zitrone holen. Also es ist einfach, Ende erzählt. Die Geschichte von die Mannschaft und Best Never Rest, das ist zu Ende erzählt. Da müssen die sich Gedanken machen, weil das ist ja trotzdem, die kriegen das ja auch mit. Die machen ja diese Spots, die kriegen ja mit, wie die sich präsentieren, die kriegen ja mit, was für ein Image sie transportieren sollen. Die kriegen mit, dass am nächsten Tag eine Konferenz messt. Die kriegen ja gesagt, was sie ihr zu erzählen haben. Ja. Die kriegen ja gesagt, wie sie sich zu verhalten haben. Die kriegen ja alles Mögliche. Die haben ja, glaube ich, selber nicht mal mehr so eine große Freiheit. Die dürfen nicht so viel posten, dann dürfen die das nicht machen, dies nicht machen. Und dann, wie der Florian gesagt hat, so ein Podolski, dem alles egal ist, vielleicht fehlt der. Vielleicht fehlt der einfach, der sich so ein bisschen auflockert. Da möchte ich den mal ganz kurz einhaken. Ich will nämlich ganz kurz einmal sagen, ja, das ist auf jeden Fall so, dass das, ich glaube auch, dass sie merken, dass so der Rückhalt und sowas nicht mehr ganz so krass da ist. Ich will da aber mal ganz kurz anmerken, dass dieser Rückhalt für die Nationalmannschaft jetzt auch nicht eine Sache ist, die selbstverständlich ist oder die immer da war. Ne? Also es ist jetzt, ich kann mich 2002, 98, 2000 dran erinnern, da waren jetzt auch nicht alle Deutschland geil. Nee. Da wurde sich über die Mannschaft auch lustig gemacht. Diese ganze Popularität dieser Mannschaft, die hängt immer noch an der WM, die wir damals hier zu Hause hatten. 2006, und damit. Ja. Das ging mit der 2-6 WM los und die ganzen Fans haben sich fast durchgehend an diesen Spielern entlang gehangelt, die sie da kennengelernt haben. Schweinsteiger, Podolski, Mertesacker, Philipp Lahm, alle, die da so ihren Durchbruch hatten, das war so die Story. Und davon denen sind jetzt eben viele weg und viele raus. Und die werden ersetzt von vielen Leuten, die, ja, ich glaube, vielen nicht mal so ein krasser Begriff sind. Also Rüdiger und Hector oder Rudi, das schlackert jetzt immer mit den Ohren, ja, das bietet für viele, gerade für Gelegenheitszuschauer, die aber bei sowas eben auch eine große Rolle spielen, eben einfach deutlich weniger Projektionsfläche, glaube ich. Und zumindest für positive Dinge, ja. Ja, klar, für positive. Also ja, drüber lustig machen ist immer easy, ne? Mhm. Und das ist ja auch ein Impuls, den ich ja selber bei mir merke, wenn das eben so überhöht wird, das ist beim Fußball aber auch immer so, auch wenn es jetzt gerade schlimmer ist denn je. Aber natürlich macht es dann Spaß, so jemanden stolpern zu sehen. Das ist natürlich immer witzig, gerade wenn dann irgendwie noch so eine Marketingmaschinerie dahinter steckt. Konnte man sich denn lustig machen über die Mannschaft jetzt? Das finde ich halt ja, eben nicht. Ja, natürlich kann man schon, kann man immer. Aber die haben doch keinen Angriffspunkt. Über wen soll ich mich lustig machen? Also wer ist denn da, wo ich... Das ist aber doch nicht die Mannschaft, das ist irgendein Marketingmanager. Ja, doch, ist doch der Inbegriff der Mannschaft. Für mich für mich der Inbegriff, ja. Basti. Wir sind doch jetzt vom Platz runtergegangen. Also das haben wir gesagt, wir haben ja probiert, das an Personen und an taktischen und an der Einstellung.
Aber trotzdem muss man den Punkt, der neben dem Platz ist, ja auch ansprechen. Da gibt es A, den Teamgeist, sondern B, das, was diese Mannschaft präsentiert. Und Oliver Bierhoff hat das zu sehr wie eine Vermögensberatung aufgezogen. Genau. Eine Vermögensberatung, die machen vielleicht ihre Arbeit, aber wenn der Markt schlecht ist, ist der Markt schlecht. Und da ist keiner, der auf den Schreibtisch springt und sagt, so Leute, ab geht's, jetzt machen wir mal einen, gehen einen saufen. Nee, die gehen dann nach Hause in ihren Garten und grillen, gehen wieder in Blablabla und bringen sich irgendwann um. Das ist einfach, du hast einfach nicht mehr diese Kanten, die alle abgeschliffen haben, die haben denen vielleicht sogar jetzt gefehlt. Das ist, einer von euch hat es eingeölte Maschine genannt. Das ist dann halt wie so eine Maschine und wenn dann irgendwie, dann funktioniert es nicht, ja, dann geht es nicht, alles klar, müssen wir mal gucken. Das ist für mich als bei anderen Mannschaften auch so. Das verstehe ich nicht. Also die Franzosen oder die Engländer oder die Dänen oder die Peruaner, die haben doch die gleichen Probleme, dass du Instagram hast, dass du Vermarktung hast, Sponsoren hast. Also, aber England zum Beispiel, ich finde England zum Beispiel, hast du es allein an dem Video, wie die Mannschaft präsentiert wurde, die Kader-Nominierung, das war trotzdem ein bisschen lockerer. Das sieht originärer aus, das sieht doch mehr als Gefühl aus. Die haben auch eine Selbstironie. Genau. Die englischen Fans haben so eine Selbstironie, die Stimmung in dem Land ist, glaube ich, immer so, ja, die verkacken sowieso und daraus machen so ein bisschen Kult draus. Und wenn die jetzt Weltmeister sind, glaube ich, dann explodiert ganz England. Also das ist, ich glaube, die haben noch Bock. Vielleicht, wenn die Weltmeister werden, rasten die komplett aus. Und dieses mit dem, ich weiß nicht, ich glaube dieses Ganze, wie die Mannschaft sich präsentiert hat, auch wie die sich gegenüber Journalisten präsentieren mittlerweile, dass du das Gefühl hast, du kriegst keine Interviews mehr. Das ist alles abgesprochen, du weißt ganz genau und das Krasseste, was passiert, ist, dass irgendein Büroleiter ausrastet. Du hast wirklich nicht mehr, ich weiß es nicht. Mir fehlt irgendwie das, wo ich das Gefühl habe, das ist alles hinter einer Scheibe, aber ich kann es nicht mehr anfassen. Das ist die Authentizität. Die Authentizität ist doch das A und O. Und das ist genau das, wenn wir, ja, dann, weißt du, da gibt's, guck mal, als ich dieses Video geteilt habe von den Leuten, von den Fans, die eskaliert sind nach irgendeinem Tor von England, ne? So. Meinst du gegen Panama? Ja, dann gehen wir, das finden wir geil, da gibt's ein paar Leute, die finden das irgendwie merkwürdig oder so, aber trotzdem ist da was Natürliches. Die Präsentation der Spieler, das hat was Authentisches. Das Problem ist, was wir von der Nationalmannschaft sehen, hat nichts mehr mit Authentizität zu tun, sondern mit einer cleanen Vermarktungsstrategie, die nur darauf aus ist, Axel hat es das letzte Mal erzählt, möglichst wenigen weh zu tun. Und genau da müssen wir wieder von wegkommen. Ich glaube, dass es absolut notwendig ist. Wir haben jetzt 2018, 2014 hat alles gut funktioniert, aber wir sind jetzt hier, glaube ich, schon an einem Scheitelpunkt, wo wir sagen müssen, okay, bis hier noch nicht weiter. Wir müssen jetzt, das ist jetzt ein Warnsignal, müssen sehen, dass es so nicht weitergehen kann, weil nur, ich glaube ganz ehrlich, dass jetzt der Weg wieder zurück zum Erfolg, sagen wir mal, dass wir für uns vielleicht die EM vornehmen wollen, unabhängig davon, wer Trainer wird, das können wir ja gleich noch besprechen, ist es ganz wichtig, die Strategie, das Gefühl der Nationalmannschaft wieder zu vermitteln, weil das ist das größte Problempunkt, den ich jetzt aus persönlicher Hinsicht auch sehe. Ich habe auf dieses Marketingkonstrukt überhaupt keinen Bock. Ich komme nur wieder zurück zur Nationalmannschaft, weil ich die Notwendigkeit sehe, die einzelnen Spieler verteidigen zu müssen gegen die Kritik, die wir von rechts haben oder von anderen Leuten oder so. Aber das kann doch nicht der Ansatz sein. Ich will eigentlich weg von dieser absoluten Todvermarktung hin zu einem Gefühl. Einem Gefühl, weil ich zum Beispiel bei der englischen Nationalmannschaft eher noch habe und auch eher bei den Franzosen, weil die kriegst du auch nicht alle im Zaun. Da sind auch ein paar total wacke Typen dabei, aber das macht's für mich halt auch aus. Die Polen prügeln sich betrunken oder verletzen sich betrunken. Das würde mir wahrscheinlich auch besser gefallen als das 48. Interview von Mats Hummels, der immer schlau rüberkommt, aber ja nichts erzählt. Wobei Mats Hummels für mich dann echt noch einer der Besseren sogar ist. Ja? Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht, ob das nicht eine Frage des hiesigen Medienkonsums ist. Ja? Also, alles, was ich bisher von den Franzosen gesehen habe, war jetzt irgendwie auch nicht geiler. Wenn ich jetzt mir irgendwie das. Ich bleibe bei Atletico Madrid Interview. Das ist natürlich total falsch. In dem Fall würden wir jeden Spieler hier für lynchen. Auf jeden Fall. Und ich war die Frage, ob es nicht überall gleich ist wie hier auch. Wir kriegen es halt nur nicht so. Das kann natürlich sein. Das ist wahrscheinlich. Ich glaube das schon. Also, England hat es zum Beispiel besser verstanden, auf jeden Fall. Mhm. Also, ich meine, das Ding ist, ich habe ja nie was per se gegen Marketing, aber es gibt einfach. Tu was für deine Zielgruppe, ja? Also, es ist doch nicht so schwer zu verstehen, wie man so Fußball ganz geil aussehen lassen kann, das emotional so rüberbringen kann, dass es auch Spaß macht. Das ist ja die Sache. Und das kriegen sie halt nicht hin. Also, es ist immer, sie machen das irgendwie immer so ein bisschen wie so ein, ja, wie so wie Aliens, die versuchen, Menschen zu imitieren, finde ich. So, das ist die beste Beschreibung von Oliver Bierhoff. Das findet ihr doch cool, so mit den Jungs und so. Oh Gott, so Oliver Bierhoff, wo wir aus dem Weltraum kommen und den Leuten jetzt
erzählt, wie man Mensch ist, wie man Fußballfan in Deutschland ist. Großartig. Marketing-Manager. Ja, aber da kommen wir doch auch zum DFB-Fanclub-Nationalmannschaft. Das spiegelt das für mich auch wieder. Das ist nicht echt. Ja. Das gibt doch aber Leute in diesem Podcast hier gerade on, die da sogar Mitglied sind. Wie geht's Manfred eigentlich? Manfred ist jetzt Dart-Fan geworden. Habt ihr das nicht gesehen? Der heißt jetzt nicht mehr Manfred 33, der heißt jetzt Manfred 180. Cooler Typ auf jeden Fall. Aber ich glaube, da sprechen wir doch wirklich einen Punkt an. Und ich glaube schon, dass sich das auch in einem großen Rahmen verändern muss. Ich bin fest davon über der Überzeugung, wenn die dieses Rad jetzt genauso weiterdrehen, nach diesem Aus, dann wird nichts besser. Das ist vielleicht meine subjektive Meinung und das ist wahrscheinlich muss es auch nicht mit der Realität zusammenhängen, aber ich glaube, sie kriegen den Dreh nicht raus, wenn sie da jetzt nicht gravierend was ändern. Und für mich muss dann auch echt in Oliver Bierhoff seine Position und seine Marketingstrategie überdenken, denn du musst ja auch neu ansetzen. Du hast in den letzten Jahren davon angesetzt, dass du halt aus einer Weltmeisterschaftsposition kommst. Jetzt kommst du aus der Position, dass du Letzter in deiner Gruppe geworden bist nach der Weltmeisterschaft. Da musst du ja auch wieder einen neuen Drive finden. Vielleicht habe ich, ich weiß nicht, das war, wahrscheinlich bin ich auch noch zu sehr in Eintracht-Euphorie, aber vielleicht heißt auch von der Eintracht lernen, siegen lernen. Vielleicht kann die Nationalmannschaft, und das hat sie ja mal bis zu einem gewissen Grad, vielleicht kann man aber auch wieder diesen Spirit, und das fände ich eigentlich eine tolle Botschaft, wenn man sich wieder darauf besinnt, zu sagen, okay, wie wenn man wieder ein bisschen auf diese Multikulti-Schiene geht, zu sagen, Alter, wir sind ein zusammengewürfelter Haufen aus aller Herren Länder und wir versuchen, einen Spirit zu schaffen, dass wir eine bunte Nationalmannschaft sind und die Leute, und das würde ich persönlich viel mehr feiern, wenn wir diesen Spirit, wie die Eintracht das hatte, so eine Truppe, die irgendwie zusammen ist, ja. Diese Geschichte kannst du ja mit der Nationalmannschaft trotzdem auch genau. Erzählen, mit Özil, Gündogan, Boateng, Rüdiger, wie sie alle heißen. Aber glaubwürdig erzählen, authentisch Boateng erzählen. Boateng ist aber der gute Ausländer, nicht wie Özil, das ist der schlechte Ausländer. Nein, aber du kannst doch trotzdem, du kannst diese Geschichte trotzdem bunt erzählen, ja. Und da kannst du es, wie der Jesper es gesagt hat, du kannst es ja auch marketingtechnisch machen, das macht die Eintracht ja übrigens auch. Ja. Also die Eintracht benutzt das ja auch, von wegen internationale Stadt, bla 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 bla. Aber das ist ja auch in Ordnung, weil es echt ist. Und du siehst ja, was echt ist, wenn die andere Pokal holt, die sind 100.000 Leute auf der Straße, weil die sich damit identifizieren. Und wenn du irgendwas schaffst, wo die Leute es wieder schaffen, sich mit der Nationalmannschaft zu identifizieren, dann ist die Stimmung hier auch, glaube ich, anders. Und wenn die in der Vorrunde ausscheiden, dann sind alle traurig. Ich sag euch ganz ehrlich, und wir haben das ja vorher schon besprochen, selbst beim ich weiß nicht, ich bin nicht krass enttäuscht gewesen. Ich bin nicht traurig nach Hause gelaufen, bla bla. Ich habe mir eher, wie gesagt, ich fand es an gewissen Stellen sogar lustig, weil das fällt dir natürlich, wenn du dich so präsentierst, wie die Nationalmannschaft es macht, dann fällt dir das natürlich auf die Füße. Dann musst du damit rechnen, dass du auch den einen oder anderen... 2014 schon los mit der Liga der Weltmeister. Also, ja. Weißt du, so, das geht doch damit los, dass du dann eben marketingtechnisch auf... Also, da fängst du auf Platz 1 an. Also, du bist die Nummer 1 der Welt. Und versuchst dann von dort aus Marketing zu machen. Ich glaube, die Chance ist eben auch, dass jetzt Leute, die jetzt ein paar Jahre dabei sind, und ich sag mal so, ab 2006 sind die Menschen dabei gewesen, wann gab es denn da mal wirklich richtige, ja, so Setbacks, also so, wo du wirklich mal zurück dich besinnen konntest und sagen, warum mache ich das eigentlich, warum gucke ich eigentlich? Die als Eintracht-Fan oder euch als Eintracht-Fan, Marvin und Basti, muss ich das nicht erzählen. Das gab es nur. Also das war doch klar, du bleibst ja trotzdem dabei, trotz der Niederlagen. Und vielleicht ist eben genau so ein Ausscheiden aus der WM so früh vielleicht auch eine Chance zu sagen, hey, okay, das macht ja nichts, weil wir haben eben immer noch einen Toni Kroos dabei, wir haben immer noch einen Julian Brandt dabei, wir haben einen Toni Rüdiger, der international wahrscheinlich die nächsten 3 Jahre zu einem der besten Innenverteidiger Europas anwachsen kann. Ja. Also auch diese Chance jetzt zu nutzen, gar nicht so, natürlich ist das erstmal doof und blöd, wenn man verliert, das ist man als Fan der deutschen Nationalmannschaft, aber seit 2006, aber auch nicht unbedingt gewohnt, dass du halt mal 94 gegen Bulgarien rausfliegst. Genau. Oder 98 richtig übel gegen Kroatien auf die Backen kriegst und. Das haben die ja gar nicht gelernt. Und vielleicht ist es dann jetzt auch eine große Chance, da wieder mehr diese Bindung, was Basti gesagt hat, dieses, hey, wir sind ja trotzdem immer ein tolles Land und wir haben doch mal gezeigt, dass wir können. 2006 Ausrichter, 2014 als Gast irgendwo als Weltmeister. Das kann Deutschland ja trotzdem mal machen. Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe ich ganz genauso. Ich sehe schon die Chance, dass du jetzt aus was Negativem wieder was Positives schaffst. Aber du musst es für mein Dafürhalten ein Stück erdiger, menschlicher und nicht so abgehoben transportieren, weil du verlierst einfach extrem viel. Und ich glaube, du hast schon viele verloren. Und du musst jetzt wieder zurück den Weg finden, sagen, okay,
Ich kann meine Tickets nicht mehr für 120 Euro verkaufen, dass ich die Nationalmannschaft potenziell bei einem Testspiel verlieren sehe, sondern ich muss zurückgehen. Ich muss sehen, dass ich die wieder binde und nicht mit diesen zugekünstelten Marketingprodukten, wo alles totproduziert ist. Natürlich gehört Marketing gehört zum Fußball mittlerweile dazu, das wissen wir und dagegen wehren wir uns, aber es wird nicht aufzuhalten sein. Aber du kannst es trotzdem ein bisschen reduzierter machen, du kannst trotzdem ein bisschen näher wieder am Fan auch dranbleiben, dass Leute wie wir, die vielleicht mit Nationalmannschaft nicht originär so viel zu tun haben, aber eher Vereinsfans sind, aber trotzdem Bock haben, wieder hinzugehen. Weil wer hatte denn von uns in der letzten Zeit Bock, zu einer Nationalmannschaft zu gehen? Keiner, oder? Ja, das ist, und das ist genau das, was ich meine. Und das sind trotzdem vielleicht 5%, die auch so einer Mannschaft dann fehlen. Weil, ja, wenn du dieses Produkt so steril darstellst, dann ist es halt auch irgendwann so steril. Es ist halt einfach so. Also das ist einfach dann. Du hast dann auch, halt wie Hoffenheim, ja, ne? Ja, halt ja. Hoffenheim. Das ist genau das und das kann funktionieren, wenn du die richtigen Spieler hast. Und Hoffenheim ist jetzt auch in der Champions League, aber das wird dich nicht länger tragen. Also das trägt dich nicht. Das trägt dich nicht und das bringt dir dann auch keinen Rückhalt, wenn du ausscheidest, weil den Leuten ist es dann egal. Also die nehmen dich dann, die präsentieren sich ja aber auch so wie so ein Produkt, was du halt konsumierst. Wenn es gut läuft, dann findest du es geil, aber genau, wenn es nicht läuft, dann wendest du dich ab und dann ist die Scheiße egal. Das ist du doch genau der mit Punkt. Denen nicht. Du das leidest ist, mit denen ja nicht. Das ist doch genau der Punkt, denn das ist das absolut Wichtigste, was du gerade gesagt hast, denn wenn die Eintracht verliert und die steigen in die zweite Liga ab, dann sind wir immer noch da. Ja, dann gehen wir immer noch hin und ärgern uns, aber wir gehen hin und verteidigen die Eintracht immer noch gegen außen. Wer verteidigt denn jetzt die Nationalmannschaft? Das ist nämlich genau der Punkt. Dann sind nämlich wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt hier vier, die dann irgendwie eigentlich sich überhaupt gar nicht bemüßigt fühlen, normalerweise jetzt großartig positiv über die Nationalmannschaft zu sprechen, aber aus anderen Erwäggründen das jetzt wieder tun müssen. Warum? Siehst weil sonst warum, keiner tut. Aber warum machen wir das? Es ist echt ein gutes Stichwort, was du sagst. Jetzt twittert ProSieben, ProSieben, vom offiziellen Account, ProSieben, kleine Inspiration, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für Mesut Özil und den einen oder anderen aus der Nationalmannschaft zurückzutreten. Da frage ich mich ganz ehrlich, ich würde gern auswandern aus diesem Land hier, weil das ist eine Diskussion und vielleicht, das ist vielleicht auch ein bisschen zu weit gedreht, aber vielleicht ist diese Anspannung, die hier in diesem Land ist, auch vielleicht auch so ein bisschen so ein kleines Brennglas da drauf, was hier überhaupt los ist. Was der Marvin sagt, mir zerstört es komplett die Lust auf Fußball schauen, wenn ich weiß, dass jeder Idiot sich nämlich so äußert. Wenn ich schon Fußball schauen, auch Angst, dass Özil einen Fehlpass spielt, weil ich genau weiß, dass 80 Dummbatzen sich auf den stürzen und wie sich jetzt auch alle auf den stürzen, von der Sportbild, ProSieben, bla bla bla, obwohl er nachweislich, statistisch gesehen, der beste Mann auf dem Platz war, der zwei Riesenchancen vorbereitet hat, 8 Torschussvorlagen und ist von dieser Mannschaft, die keine gute Leistung gebracht hat, sogar noch der Beste. Und das zerstört es mir doch, zu überlegen, wenn ich jetzt überlege, oh Gott, hoffentlich spielt Mesut Özil nicht schlecht, obwohl ich selber von dem Spielertyp Mesut Özil nie ein Riesenfan war. Ja, genau. Das ist genau das. Ich habe diese Verteidigung nur, aber ich will die nur gegen was Schlechtes verteidigen, obwohl ich vielleicht gar nicht selber dahinter stehe. Und das ist ja trotzdem auch ein falsches Gefühl. Und das ist an so vielen Stellen. Die Leute diskutieren, ob Claudia Neumann kommentiert, ob das Mario Basler nennt den irgendwie toter Frosch und sonst irgendwas. Das ist alles zusammengenommen auch was mich noch mehr davon wegdrängt. Ja. Das ist so ein bisschen widerlich. Das ist widerlich, weil ich einfach nur denke, ey, Fußball ist ein Teil von mir immer noch, aber der beschränkt sich mittlerweile sogar fast nur noch auf die Eintracht, weil selbst die Bundesliga an sich langweilig geworden ist und die Nationalmannschaft hat mich sowieso seit ein paar Jahren gar nicht mehr so richtig interessiert und wenn Länderspielpause ist, ärgere ich mich. Und diese Gemengelage, die hier gerade in diesem Land herrscht, die trägt auch noch mit dazu bei, dass du denkst, das ganz aber das ehrlich. Große, das ist aber das große Rad, das können wir hier gar nicht, also alles, was du gesagt hast, ist vollkommen richtig. Ich möchte gerne Mesut Özil kritisieren aufgrund seiner fußballerischen Leistung oder eben loben und mir keine Gedanken darüber machen, dass dann Leute sich deswegen bestätigt oder beleidigt oder was auch immer fühlen. Also genau das. Ich möchte einfach sagen, hey, der war gut oder der war schlecht. Und ihr habt das bei 93, habt ihr das gut gesagt. Ich möchte, dass ein Trainer einen Spieler ein- oder auswechselt, weil er gut oder schlecht ist und nicht, weil es politische Zusammenhänge gibt. Ich glaube aber, die Diskussion gibt es woanders genauso. Also die haben wir wahrscheinlich nicht exklusiv. Hast du in Schweden auch so? Hast du in Frankreich auch so? In Belgien auch so? Gerade in Frankreich. Allgemeiner Trend. Mit den Maghreb-Leuten. Ja. Also ich meine, Zinedine Zidane, jetzt mal ganz ehrlich, das ist einer der größten Fußballer, die Frankreich je gehabt hat. Aber guck dir mal an, welches Standing er auch zu seiner Hochzeit in Frankreich hatte. Ja. Das war auch nicht besonders hoch, weil er eben ein Einwanderkind war. Das hast du immer. Ich glaube, das ist auch gar nicht schlimm. Daran, das hast du doch in einem, weil es eben eine Nationalmannschaft ist. Es ist eben nicht dieses, hey, es ist doch scheißegal, wo du
du herkommst, Hauptsache du bist Frankfurter. Sondern hier geht es eben auch, dass ich plötzlich Frankfurter, also jetzt mal im schlimmsten Fall mit dem Offenbacher verstehen muss. Oder sogar mit jemand aus Kaiserslautern. Also das kommt ja auch noch dazu, dass du plötzlich dir Gedanken darüber machen musst. Also warum bin ich jetzt nicht mehr Fan der Nationalmannschaft? Weil 2008 ich hätte Tim Wiese zujubeln müssen. Und das habe ich einfach nicht über die... Ich krieg das nicht hin. Ich kann Arne Friedrich nicht 34 Spieltage lang bepöbeln und dann für ihn sein. Das funktioniert in meiner kleinen Welt eben nicht. Das ist auch in Ordnung. Das soll aber jetzt eben genau die Leute wieder dazu bringen, dass sie eben sagen, so jemanden wie Julian Brandt, Toni Kroos, Mesut Özil, Gündogan, die sind ein bisschen älter, hören vielleicht auf, aber Antonio Rüdiger, wen du dann auch immer nimmst, Niklas Süle, das sind die Jungs, denen ich zujubeln möchte. Und das passt, das fehlt halt komplett. Ja, okay, ja, das ist richtig. Ich finde trotzdem, dass es eine sinnvolle Diskussion ist, dass wir genau das auch führen und dass wir auch genau diesen Problempunkt ansprechen, den der Basti eben gesagt hat. Jesper, du wolltest auch noch einhaken. Richtig? Ja, es wäre jetzt genau in die gleiche Richtung gegangen. Also die ganze Özil-Diskussion ist halt stellvertretend für den ganzen Mist und ach Gott, ich weiß immer gar nicht, ob ich drauf eingehen möchte oder nicht. Weißt du, irgendwie ist es ja immer so, wenn jetzt zum 16. Mal ein AfD-Politiker sagt, ja, ohne die Schwarzen wären wir noch drin. So, was willst du dazu noch sagen? Ja, die richtige Konsequenz ist halt zu sagen, ja, fick dich und ich rede da nicht mit dir. So, was willst du dazu sagen? Jeder weiß, dass es Unsinn ist und du wirst keinen halbwegs normalen Menschen davon überzeugen, dass du sagst, ja, der Türke war nicht schuld. So, ne? Ja. Also ich meine, es liegt doch auf der Hand. Aber andererseits, ja, ich finde mich da genau in dem gleichen Zwiespalt wieder den Basti angesprochen. Und ich fühle mich da so getrieben irgendwie, weil einerseits hat mich damals diese ganze Schlandscheiße davon weggetrieben. Das ist es, so, ich werde weggetrieben von den scheiß Flaggen und dann sage ich so, ich habe da keinen Bock mehr drauf oder ich nehme ein bisschen Abstand, mir wird es ein bisschen zu viel, macht ihr von mir aus weiter, ich finde es ein bisschen über. Ich muss mir auch nicht überall Flaggen ins Gesicht tackern genau, und so. Ja. Genau, und jetzt fangen sie an, auf die ausländischen Spiele einzusacken und jetzt muss ich oder ja, mich genau. wieder hinzugehen zu sagen, ja, geht gerade ein bisschen zu weit. Also mit den Flaggen war okay, aber bitte lass den Typen in Ruhe, ja? Das ist so bescheuert eigentlich. Aber das ist ein gutes Bild, was du malst. Das ist so wie das gute Bild. Sagen wir mal, du hast irgendwie so eine Stammkneipe, die du die ganze Zeit hattest. Das hat dir immer gut gefallen. Du warst mit Leuten, mit denen du dich gut verstanden hast. Hast dich natürlich auch mal irgendwie diskutiert, aber wie das halt so immer ist. Aber plötzlich kam da eine ganze Horde von Leuten rein, mit denen du gar keinen Bock hattest, irgendwie zu feiern. Weil die waren laut und die haben überhaupt gar keine Ahnung gehabt und bla bla. Und du konntest das Gelaber nicht ab. So. Ohne den Stress zu machen, bist du einfach ein bisschen aus dieser Kneipe raus, hast vielleicht draußen weiter getrunken, in der Nähe von der Kneipe, dass du wenigstens noch mit deinen Leuten sein konntest, hast die da drin aber probiert zu ignorieren. Und jetzt hörst du plötzlich von draußen, dass in deiner Kneipe, wo du vielleicht den einen oder anderen Kellner oder Wirt sogar noch magst, fangen die an, da rumzuschreien und alles kaputt zu machen. Und du denkst, alle Leute, dass ihr hierher kommt von mir aus, kann ich euch nicht verbieten, aber jetzt macht bitte da drin nicht alles kaputt und macht hier... weil die keine Ahnung habt, müsst ihr hier nicht irgendwie an die Wand kotzen und du hast jetzt das Gefühl, du musst da wieder rein und dich plötzlich irgendwie, keine Ahnung, musst da aufpassen, dass die keinen Scheiß damit machen. So fühlt man sich ja wirklich. Der Fußball wurde von so einer Riesenmasse übernommen, wo du dir denkst, ah ja gut, macht, wenn jemand sich ein Hula-Bändchen umzieht, tut es mir auch nicht weh, das stößt mich an, das stößt mich ab, aber das ist nichts Schlimmes. Also wenn irgendwelche, keine Ahnung, Mallorca-Touristen aus dem Fußball vielleicht eine Mallorca-Party machen, okay, ist nicht meins, kann ich weggehen, kann ich gucken, wie ich mir, keine Ahnung, das so mache und dann ist meine Konklusion, ist da draußen, okay, ich konzentriere mich auf die Eintracht, weil das ist noch einigermaßen echt, ist in Ordnung. Aber wenn, wie ich es gesagt habe, wenn dann solche Sachen passieren, wo du sagst, Alter Leute, und die werden diese Zitrone, die der Bierhoff mit auspresst und die Leute ja übrigens auch auspressen, also diese ganzen Leute von den Fanmeilen, genau. Das sind ja die allerersten, denen das übermorgen scheißegal ist. Genau. Ja. Das ist genau das. Und da muss Oliver Bierhoff sich auch hinterfragen, ob er vielleicht nicht zurücktreten muss, weil er trotzdem derjenige ist, der die Richtung vorgibt. Und wenn man sich an diese SAP-Vorführung da erinnert, wie alles das professionalisiert ist der Hammer, wird. Ey. Ja, und dann fliegst du als Vierter raus. Ja. Und best never. Da musst du vielleicht sagen, Digga, vielleicht hast du den Fußball nicht verstanden. Vielleicht ist also, der Fußball keine SAP-Präsentation. Aber genau darauf will ich doch hinaus, weil das ist doch für mich genau der Punkt. Das heißt, wir haben dieses weit herausgetragene, was uns abgestoßen hat. Aber vielleicht muss man dazu wieder zurückkehren, den Reset-Knopf drücken und weniger von dieser Vermarktungsscheiße machen, um uns vielleicht theoretisch wieder abzuholen, denn weil wir dann wieder die sein könnten, die im Endeffekt sagen, okay, damit kann ich mich wieder identifizieren, weil ich habe ja, ganz ehrlich, mein Idealanspruch von der deutschen Nationalmannschaft, ja, denn seit ein paar Jahren habe ich da auch keinen Bock mehr, aber mein Idealanspruch ist, dass wir eine Mannschaft sind, die mit Boateng genauso gleichberechtigt wie mit Özil oder dem, was nachkommt und so weiter und so fort, alle zusammen spielen mit Neuer und
was halt da später daraus erwächst, keine Ahnung. Vielleicht irgendwann wieder ein junger Boateng, wenn die Kinder von Kevin Prinz so alt sind. Keine Ahnung, dass wir da alle zusammenspielen. Ist mir scheißegal, wie die alle aussehen, wo die ursprünglich vielleicht in dritter Generation mal so irgendwie herkam. Aber dass wir halt eins sind. Aber genau dieses Gefühl muss ich dann wieder haben und muss es mir nicht aufgedrückt sehen durch irgendwelche Marketingkonzepte, sondern durch ein vorsichtiges Marketing bewusst werdend, dass irgendwie die Einigkeit im Vordergrund steht, aber gleichzeitig, dass jeder auch genügend Raum hat, sich zu entfalten und du immer noch das Gefühl hast, hier gucke ich mir mal was einigermaßen Authentisches an. Und wenn wir einen Verantwortlichen suchen, also verantwortlich für Sport in der Bundesregierung ist Herr Seehofer, der muss zurücktreten. Ja, da bin ich voll und ganz hinter, der hat es völlig ist Sportminister halt auch, ne? Ja, eben. Und da müsste man jetzt mal die Fragen. Nein, aber die ganze Polemik weg. Ich glaube, genau dieses Zurück zum Fußball, wie es eben gehört, ist aber schwierig, glaube ich, weil du das ja auch in der Bundesliga nicht hast. Du hast ja in der Bundesliga immer mehr diese, ich höre genug Vereinspodcasts aus der Bundesliga, die immer sagen, ja nee, was auf den anderen Plätzen passiert, gucke ich gar nicht hin. Ich gucke meine Mannschaft an. Also du hast ja auch da diese Begeisterung für das, jetzt klingt das blöd, Produkt Bundesliga ist ja auch weniger geworden bei den Leuten, die sich für Fußball interessiert haben, noch wie vor 5, 6, 7, 10 Jahren, als ich noch dabei war. Ja. Also das sind so, ich glaube, das muss sich auch wieder ändern, aber das kriegst du ja auch nicht zurückgedreht. Du kriegst ja nicht zurückgedreht, dass wieder keine Ahnung, dass du in der Kurve so Lärm hast, wie jetzt beim Senegal, wenn sie spielen, oder beim so glückliche Gesichter wie beim Iran, egal was man jetzt davon halten soll oder nicht, aber wenn du gesehen hast, wie die Fans da mitgegangen sind und dann diese Stille in dem Stadion gehört hast, als jetzt deutsche Fans da waren, diese Dynamik und auch diese Begeisterung, die kriegst du ja jetzt auch nicht so einfach wieder zurück zu dem, was es mal war. Einfach nicht, aber ich glaube, du kriegst sie zurück. Also ich glaube, das kriegst du schon, glaube ich. Ich bin sehr optimistisch. Dafür brennen die Fußballherzen noch zu sehr. Ja. Ich bin sehr optimistisch, wenn du das mit gewissen Werten verknüpfst. Du musst doch aber jetzt den 18-Jährigen kriegen, den 16. Ich meine, meine Tochter wollte Sonnabend nur Fußball gucken, weil sie wusste, sie kann bis um 9:30 aufbleiben. Also das Spiel hat sie nicht interessiert. Sie kriegt das ja mit, die ist jetzt 10 Jahre alt und natürlich kriegt sie mit, dass da was passiert, dass eben viele auch in ihrer Klasse darüber reden. Aber du kriegst die jetzt ja nicht dahin, dass sie jetzt mitfiebert und anfängt zu weinen, weil die Deutschen aus... Nein, aber du würdest trotzdem, weil die ganzen meisten Kinder haben ja auch Eltern und wenn die Eltern sind ja trotzdem diejenigen, an denen die Kinder sich auch orientieren und wenn die merken, ihr Papa hat gar keinen Bock da drauf, dann haben die auch keinen Bock da drauf. Ja. Also du eiferst ja trotzdem deinen Eltern nach. Wenn ich jetzt früher gemerkt habe, okay, mein Vater ist Fußballfan, finde ich voll geil, das ist ja trotzdem so. Und du musst ja trotzdem auch, du kannst ja dich nicht nur auf die junge Zielgruppe konzentrieren, weil die sind, glaube ich, mittlerweile, die kriegst du ja auch easygoing. Die interessiert es auch nicht, ob da zu Sinn steht oder nicht. Die wollen diese Bilder sammeln. Das ist alles in Ordnung. Aber trotzdem gibt es ja auch Kinder, die dann mitkriegen, dass vielleicht viele da gar nicht mehr so dahinter stehen. Und da musst du trotzdem irgendwie probieren, wieder alle ins Boot zu holen. Und ich glaube, dass du das mit so einem Spirit, ähnlich wie die Eintracht das gemacht hat, kriegst du das hin. Und die haben ja auch die finanziellen Mittel, um sowas zu fahren. Die haben halt nur das komplette, die haben sich wirklich auf die falschen Leute gestürzt. Wie der Axel es gesagt hat, der Marvin hat es vorhin erwähnt. Das ist so, du willst nur niemandem wehtun. Ja. Aber wenn du nur niemandem wehtun willst, dann wird da draus irgendwann eine Suppe, die schmeckt einfach nicht mehr. Wenn ich jetzt was zu essen machen will, was wirklich jedem schmeckt, dann lege ich da eine trockene Scheibe Brot hin, da laufe ich wirklich nicht Gefahr, dass irgendjemand sich beschwert, was da drauf ist. Ja, stimmt. Also es ist so. Und jetzt mal ganz ehrlich, auch dieses Anecken, ne, dass man Typen oder, also jetzt keine Führungsspieler, Effenberg, Basler, haltet die Fresse, also nochmal ganz deutlich, haltet einfach endlich die Fresse, aber dass du diese Ecken und Typen hast, ich meine, den Müller haben sie 2014 gefeiert oder auch den Mertesacker oder, aber was kam jetzt dort mal an? Ja, aber die sind ja totgespielt auch, ne? Ja. Genau. Ja, genau. Das ist vielleicht mal eine neue Geige spielen. Naja, ja, vielleicht. Also das Ding ist, wir haben gerade darüber geredet, das kann man hinbekommen oder das können sie hinbekommen, dass es auf die Art und Weise passiert. Ich glaube, da muss man sich eben, aber da muss man vor allem eins machen, muss sich ganz aggressiv zurücknehmen. Du guckst dir jetzt die 15- bis 19-Jährigen an, ja, was die gerade, genau. was die konsumieren. Die gucken keine teuren Serien oder die gucken keine geil gemachten Filme oder irgendein Shit, die gucken sich irgendwelche Typen auf Twitch an, die sich mit einer Kamera hinsetzen und selber Videospiele zocken, weil sie halt echt wirken. Wie soll ich da jemals hinkommen, wenn ich von den Spielern überhaupt
nichts mehr direkt höre. Ja? Also solche Aktionen wie Boateng, der den Platz verlässt, weil er keinen Bock mehr auf rassistische Zwischenrufe hat. Das ist ja eine absolute Ausnahmeerscheinung heutzutage. Aber ich kriege ja von den Spielern als Charakter eigentlich nur noch sehr wenig mit. Und das ist dann immer das ist maximal die Minute nach dem Spiel. Also es gibt ja inzwischen sogar fast keine Dokus mehr über Spieler oder sowas, wo ich mal ein bisschen mehr über den Spieler erfahre. Oh, und dann diese ganze Doku. Ja, vielleicht müssen wir auch einfach nur mal wieder mitbekommen, dass, keine Ahnung, Jerome Boateng eigentlich ein Arschloch ist. Das ist ja gar nicht schlimm. Ist ja ein Top-Fußballer. Ja, nee, genau sowas. Ich möchte es einfach nur fühlen. Einfach zu wissen, auch wir mögen alle Müller nicht, aber vielleicht ist er ja wirklich nett. Das wissen wir nicht, weil man nur ein bestimmtes Bild. Ja, okay, schlechtes Beispiel. So viel dazu. Nee, ist eben zum Beispiel Toni Kroos einfach, keine Ahnung, so kantig wie ein 10.000 Jahre alter Kieselstein, der komplett rund ist. Ja, das mag ja sein, aber ist ja nicht schlimm. Also du weißt es dann und du kriegst es auch mit und es wird nicht versucht, irgendwie mitzuteilen, dass die Scheibe Brot das Geilste ist, was es auf der Welt gibt. Nee, ist es nicht. Ja. Ich glaube, du musst sie einfach wirklich machen lassen. Also es brach heute so ein bisschen raus. Ich fand es sehr beeindruckend, dass Hummels sich nach dem Spiel hingestellt hat und gesagt hat, dass das letzte gute Spiel von ihnen im März 2017 war. Das ist schon eine krasse Ansage für einen Nationalspieler, finde ich. Und wenn es jetzt, und da werden wir ja gleich noch vermutlich drauf kommen, zu einem Umbruch oder zu einem Generationswechsel kommt, dann hoffe ich, dass man die Typen da einfach hinstellt und die einfach nur machen lässt. Also lass die sein, lass die zocken. Also, wie beim Wrestling, fällt mir gerade auf. Ja, aber die sind vom Verein, sind die sowieso schon genug Vernunft erzogen. Ja? Die Leine kannst du ein bisschen locker lassen, zumindest wenn es ans Mikrofon geht. Ja, das ist dann schon alles okay. Dann finde ich es gut, dann hast du Trinken und sich betrunken verletzen. Warum ja, nicht? Ja, aber ganz ehrlich, das ist ein super Punkt, den du ansprichst, Flo. Warum säuft da keiner? Ganz ehrlich, ihr lacht, aber wisst ihr, wie identitätsstiftend das Bild bei Instagram war, als Rebic im Hinterhof mit Radetzky zusammen gesoffen hat, gegrillt hat beim Friseur von Rebic und die billigstes hier Knoblauchbaguette gefressen hat. Das sind die wichtigen Momente. So geht es mir mit Schmiedebach, der auch keinen Fußball mehr spielen kann, aber als der auf dem Balkon stand, kein Wort mehr rausgebracht hat und nur gesagt hat, scheiß Stuttgart fickt alle auf der Aufstiegsfeier. Das ist ein Herz. Das kann ich nachvollziehen. Das hätte nicht sein können. So. Ja, das sind die Momente, wo du denkst, okay, das ist geil. Und genau sowas ist wieder möglich. Aber gut, es dauert eine ganze Weile. Ich will aber der Jesper hat es ja eben schon angedeutet, Umbruch. Großes Wort, was steckt dahinter? Was meint ihr, was muss passieren? Wir haben ja jetzt über die strukturellen Dinge gesprochen. Jetzt will ich aber zu den Personalien kommen. Denkt ihr, da muss ein neuer Manager, neuer Trainer her? Ja, nein. Basti. Es ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich das heute schon beantworten kann. Ich kann alles nicht einschätzen. Ich kann Szenario A, was passieren wird, nicht einschätzen oder was ich machen würde, wüsste ich auch nicht. Das Ding ist, wenn wir über Löw reden, dass wir denken, dass er zurück... Also als allererstes für mich sollte Oliver Bierhoff zurücktreten. Ja. Das ist für mich derjenige, der dazu geführt hat, dass sich Leute selbst von einem erfolgreichen Produkt entfremden. Weil ich habe mich schon nach der Weltmeisterschaft, als die Weltmeister geworden sind, davon entfremdet. Und ein bisschen teilweise sogar davor schon. Das ist trotzdem, das hat mich nicht mehr mitgenommen. Den würde ich als allererstes vor allem, weil auch das, was er dann macht, scheinbar ja auch nicht mehr erfolgreich ist. Weil er muss sich ja auch hinterfragen. Solange du Erfolg hast, heiligt der Zweck die Mittel und dann ist kann er sein allglattes Image aufpolieren, aber es hat ja nicht funktioniert. Das heißt, Punkt A finde ich, dass er sich hinterfragen muss. Und dann landen wir halt beim Trainer. Ich würde das, glaube ich, Löw selber überlassen. Wenn Löw mir glaubwürdig sagen kann, er kann sich nochmal motivieren, dann würde ich ihn vielleicht sogar behalten, aber nur mangels Alternativen, weil der Einzige, der mir einfällt, den ich verpflichten würde, das wäre Jürgen Klopp. Ich glaube, der könnte nämlich genau dieser Mannschaft wieder das geben, was wir vermissen, dass er da eine Heavy-Metal-Truppe auf den Platz schickt, dass er aus überdurchschnittlichen Spielern, aber keine Weltklasse-Spieler wie Firmino, Sané und Salah, drei absolute Sympathieträger und geile Kicker macht. Das traue ich Klopp auf jeden Fall zu, dass du einen Trainer an der Seitenlinie hast, der abgeht, der dich mit ansteckt. Das könnte ich mir vorstellen, der auch ein bisschen greifbarer als Typ ist, auch als Löw einfach. Das könnte auch jemand sein, der diesen internationalen Spirit transportieren kann, weil er auch damals, als er mit Boateng, mit Kevin Prince Boateng zusammengearbeitet hat in Dortmund, gesagt hat, er mag Spieler, die vielleicht nicht so eine gerade Biografie haben, blablabla. Das könnte
auch so ein bisschen dann das wegmachen, dass du das Gefühl hast, da sind nur so Roboter auf dem Platz. Weil ganz ehrlich, mir kann es keiner erzählen, dass irgendjemand das Herz aufgeht, auch keinem Zehnjährigen. Wenn Timo Werner, nein, sorry. Der ist aber ein geiler Buffer, sorry bitte. Also jetzt mal bei allem, was du, und ich verstehe dich da komplett, da, also absolut, aber das sind ja, der kann ja nochmal Fußball spielen. Das ist ja eben kein Rumpelfuß. Also du hast da recht. Was du zu Jogi Löw und so gesagt hast, finde ich genau richtig. Aber bei den Spielern würde ich eher eben gucken, wenn ein Mats Hummels sagt, er hat das vor einem Jahr sein letztes gutes Spiel gemacht, ja, hat er da einfach, entweder kämpft er sich dann bitte zurück oder er hat da einfach nichts mehr zu suchen. Punkt. Also sorry, dann möchte ich lieber Niklas Süle sehen. Und zwar immer. Also gut, Niklas Süle sollte man eh öfter sehen, weil ich finde, das ist ein absolut geiler Fußballer. Aber das, was du meintest mit dem Trainer, ich glaube, die Impulse kommen gar nicht unbedingt aus den Spielern oder wenn jetzt, meinetwegen, keine Ahnung, Toni Kroos keinen Bock mehr hat oder auch Mesut Özil sagt, Mensch, mit 29, 2 Jahre weiter, bin ich zu alt. Alles in Ordnung. Es geht vielleicht eher darum, dass du wieder dieses Feuer oder diese Möglichkeit schaffst über das Trainerteam. Und da mag es Jogi Löw sein, viel wichtiger ist drumherum, was passiert. Also, dass du die Leute, die sie betreuen, ich habe ich hatte es verdrängt, aber Köpke ist ja zum Beispiel Torwarttrainer. Ich hatte den jetzt in irgendeiner Szene bei einem Nachgespräch gesehen, da guckte der eben auch so total dieses motivierte, schelmische Grinsen, was Köpke ja auch mal drauf hatte, hatte der noch in sich, also vielleicht auch dieses Feuer, dann eben jetzt Bernd Leno, Ter Stegen, Timo Horn zu einem super Nationaltorhüter zu machen. Das brauchst du, glaube ich. Und vielleicht auch mehr diese Aufteilung, dass du Leute hast, die sich blöd das auch klingt, aber wie Miro Klose darum kümmert, dass Stürmer wieder Stürmer werden und auch das Spiel darauf ausgelegt wird. Und das vielleicht auch versuchen, in die Nachwuchsleistungszentren zu tragen, habt wieder Stürmer. Sowas in der Art, glaube ich, ist. Ich sehe das, also ich wünsche mir auch tatsächlich, ich glaube, das ist immer noch wichtig für Fußballer, dass sie mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen, die sie teilweise gesehen haben, als sie aufgewachsen sind. Und Miroslav Klose, gut, ein Mertesacker wird es nicht werden, aber vielleicht auch ein Philipp Lahm, ja, die haben die Kicken sehen und dergleichen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass du mit solchen Leuten halt in irgendeiner Form da was machst. Das sind Leute, die sind für solche jungen Kicker, die mit denen aufgewachsen sind, sind identitätsstiftend, auch wenn das jetzt teilweise nicht die Spieler sind, die ich mega geil fand. Ja. Wenn es um Löw selbst geht, das Kind ist in den Brunnen gefallen jetzt gerade und ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, es wird halt ein harter Schnitt auf jeden Fall werden, glaube ich, ganz ein Stück weit. Also ich glaube, er wird eben mit sehr vielen Spielern ganz offen umgehen und sagen, du, ich glaube, ich muss jetzt das nächste Mal was machen und ich weiß halt nicht, ob du da noch dabei bist. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das ein Schritt ist, den man wem Neues auflasten sollte, weil der wird auf ewig immer an diesen Fragen gemessen werden, ob er von den 8 Leuten, die er da vielleicht hat raussickern lassen aus dem Team, ob er da nicht noch 2 oder 3 von behalten hat, hätte sollen. Und ich finde, das ist eine Verantwortung, der muss sich Löw jetzt stellen und der sollte er sich auch stellen, weil das kann er nochmal, es sind ja auch extrem viele Leute unter Löw debütiert schon im Laufe der ganzen Jahre, es sind ja bestimmt an die 100 Stück. Ja, das traue ich ihm auch weiterhin zu und ich fand die Auswahl, die er jetzt zum Beispiel von Confed Cup getroffen hat, das war eine mutige, das war aber auch eine gute, waren keine Graupen bei, das waren größtenteils gut zusammengestellte Leute, wo er auch den richtigen Leuten die Verantwortung mitgegeben hat und auch wenn es jetzt im Endeffekt wieder relativ viel das gleiche Team war, das lag ja teilweise auch an Verletzungen und du hast trotzdem schon gemerkt, dass da auch eine Hierarchie entstanden ist. Also zum Beispiel, ich fand es beeindruckend, dass so ein Lars Stindl, der nun nicht mehr so das Vorzeigealter hat, um zum ersten Mal Nationalspieler zu werden, dass der eben sofort so nah rangerückt ist und dergleichen. Der für mich auch vermutlich noch eine Rolle gespielt hätte, wenn er sich nicht verletzt hätte. Und das traue ich ihm halt auch weiterhin zu und da wäre ich halt für, dass er das selber versucht, weil, ja, bis auf Klopp, und der wird es nicht machen, drängt sich für mich auch absolut keiner auf und selbst Klopp ist einer, der hat noch nie eine Nationalmannschaft trainiert, ja, also ja. So einen wie Löw zu haben, der eben seit 10 Jahren oder seit über 10 Jahren nur das macht, das ist halt auch sehr selten und man weiß bei vielen anderen einfach nicht, wie das ist, also es gibt jetzt nicht, ich finde, es gibt nicht so wahnsinnig viele Trainer, die diesen Übergang vom Vereinstrainer zum Nationalmannschaftstrainer so spielend leicht schaffen, das ist schon was anderes. Und ich glaube auch bei, mein Lieblingstrainer wäre, wie das Basti auch gesagt hat, wäre auf jeden Fall Jürgen Klopp, weil ich finde, Jürgen Klopp könnte einem dieses Gefühl zurückgeben, könnte eine gewisse Nahbarkeit der Nationalmannschaft da wieder erreichen, also was über das rein Spielerische hinausgeht, hin zu dem Bezug zu Fans. Das Ding ist aber, ich glaube, dass der Anspruch von
Klopp, auch wenn es irgendwann mal so sein mag, dass er Bock hätte, die Nationalmannschaft zu trainieren, jetzt noch ist, noch mehr nationale, auch internationale Titel mit Verein zu holen. Ich glaube, der war so knapp dran, jetzt den Champions-League-Titel zu holen. Ich glaube, der hat Bock, das war jetzt zum zweiten Mal, ich glaube, er hat Bock und er will das unbedingt auch noch erzielen, bevor er dann sagt, okay, jetzt gehe ich auch in einen ganz anderen Trainerrhythmus, in einen Trainer-Trainingsrhythmus, weil da macht er nur noch alle 2-3 Monate irgendwie ein Spiel, wenn es darum geht, irgendwie für die Nationalmannschaft halt das vorzubereiten. Da ist viel mehr Vorbereitung und Nachbereitung, aber die weniger Spielzeit. Du stehst nicht mehr so oft auf dem Platz zu Pflichtspielen. Und das ist, glaube ich, was anderes, wo ich Klopp jetzt noch nicht, leider noch nicht sehe. Ich kann aber seine Eigenmotivation, die ich jetzt einfach mal voraussetze, nachvollziehen. Das heißt, der Kreis wäre eng, aber auch hier, wenn es so kommen sollte, dass Löw, was ich übrigens total nachvollziehen könnte, was ich auch schon 2014 hätte nachvollziehen können, dass er sagt, okay, für mich ist jetzt eigentlich der Punkt gekommen, zu sagen, ich muss jetzt eigentlich zurücktreten, ich muss mir was anderes aussuchen. Das kann ich absolut nachvollziehen, auch jetzt. Und es ist überhaupt, wär gar nicht dramatisch. Dann hast du eigentlich sehr, sehr wenig Optionen, was ihr gerade schon dargestellt habt. Und noch weniger gute. Und da ist auch wieder eine Richtungsentscheidung. Denn solltest du die nicht vielleicht ausbilden, die Trainer? Also solltest du dir vielleicht als DFB nicht überlegen, du kannst eben, das finde ich genau richtig, du kannst einen Vereinstrainer, der täglich mit der Mannschaft zusammen ist, glaube ich, schwierig in dieses Amt bringen. Ich glaube, das habt ihr gut dargestellt. Ist es dann vielleicht nicht wichtiger, dass du eben vielleicht auch genau das als DFB sagst, wir bilden vielleicht eben genau solche Trainer aus, die dann eben aus den Nachwuchsleistungszentren kommen, also aus den U-Mannschaften kommen, die dann eben genau dieses Problem haben. Sie kriegen eben die Truppe nur so und so oft zusammen, um daraus was zu bilden. Ist das vielleicht nicht eine Möglichkeit? Es ist eine Möglichkeit, aber das ist genau das spielt genau daran, was ich jetzt sagen wollte. Du kannst das machen, aber dann hast du es. Da besteht die Gefahr, dass du dich noch weiter entfremdest von Fans. Das glaube ich nämlich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das darf ich nicht vernachlässigen, dann, weil du hast zwei Entscheidungen, so zwei Richtungen. Und wenn du in die Nagelsmann-Richtung gehst, dann verlierst du noch mehr und dann wird die Nationalmannschaft noch unbedeutender. Dann wird die vielleicht wieder einigermaßen erfolgreich, aber du verlierst noch mehr den Touch zur Bevölkerung. Das glaube ich ganz klar. Ich glaube, dass jemand wie Nagelsmann der Sargnagel für die Nationalmannschaft wäre. Ja, klar, aber du kannst ja den Thomas Schneider, der jetzt der Co-Trainer ist zum Beispiel. Ja, also das kann sein. Vielleicht kannst du da vielleicht dann vielleicht eben sagen, Mensch, der mag jetzt im Verein gescheitert sein, aber der kennt eben genau diese Problematik, dass du die Leute, die Jungs eben nicht jeden Tag hast. Löw. Vielleicht ist das eher dann eine Möglichkeit. Oder kann ich anders. Ja. Genau, weil bei Löw nicht anders, genau. Und außerdem, ja, es gibt auch so Trainer, wie heißt der letzte Stuttgart-Trainer, der mal Dortmunder... Hannes Wolf. Ja. Hannes Wolf. Wolf ist auch kein Unsympathischer. Ist vielleicht auch jemand, der das Potenzial hat. Aber da gebe ich dir vollkommen recht. Wenn du so jemanden, wo du merkst, okay, da ist aber auch so ein bisschen Grundcharisma vielleicht da, wenn du den noch näher ranziehst, kann das funktionieren. Bei Thomas Schneider kann ich relativ wenig dazu sagen. Ich finde, er ist so ein bisschen farblos, aber vielleicht wäre das eine Option. Ich finde, sowas kannst du eher machen, wenn es schon funktioniert. Ich finde, als Neustartlösung ist das nichts. Also ich finde, wir hatten das ja bei Löw und Klinsmann so, das war ja so, bei Klinsmann wollte nicht weitermachen, aber man war mit dem Weg, der eingeschlagen wurde, zufrieden. Ja. Das ist man ja, stand jetzt eigentlich nicht, glaube ich. Also das ist ja nicht aber so, dass du denkst, ja... Aber der Bierhoff-Weg, ne? Also das darf man nicht vergessen, das ist ja auch der Bierhoff-Weg. Ja, klar. Das meinte ich ja, also ich würde als allererstes über Bierhoff diskutieren. Zu denken, okay, hat der vielleicht so ein bisschen hier überdreht, müssen wir uns vielleicht so ein bisschen wieder aufs Wesentliche konzentrieren, und das ist Kicken. Und Fußball spielen und die Leute mitnehmen und die Leute begeistern und nicht irgendwie die Leute ausschröpfen. Also du hast ja das Gefühl gehabt, Bierhoff presst es so weit aus, bis es wirklich nur noch seelenlos ist. Und das hat sich ja jetzt auf dem Platz wiedergespiegelt. Vielleicht muss man da so ein bisschen wieder auf die Basics konzentrieren. Ich würde trotzdem, ich habe es auch gesagt, mir fällt außer Klopp auch keiner ein, der so einen Bombshell-Effekt hätte, wo du denkst, Pam, und jetzt gucken wir mal. Arsène Wenger. Und jeder ist irgendwie, nein, aber Klopp würde ja trotzdem auch so einen kleinen Hype irgendwie wieder kreieren. Zu denken, oh Gott, krass, Alter. Arsène Wenger wäre aber als Nationaltrainer für Deutschland, glaube ich, auch ziemlich großartig. Ist halt zu alt. Muss man zu sagen. Ist leider zu alt, ne? Leider zu alt. Aber das auch, was. Also Klopp, Wenger, ja, genau, diese Granate, ne? Jetzt explodiert alles und dann wird aber auch umgeräumt. Dann wird eben auch gesagt, so, der Bierhoff, es war alles gut, aber brauchen wir einen Teammanager? Also ist das notwendig? Weil was macht er? Das ist ja genau das, was Basti gesagt hat. Der quetscht die Zitrone. Und wenn du das alles wieder wegnimmst und sagst, pass auf,
ist toll. Ein Teammanager kann aber auch jemand machen, der dann den Bus organisiert. Das reicht vielleicht. Und nicht das Shooting bei irgendwie Sponsor 1, 2, 3, 5. Vielleicht ist für die Sportdirektor-Position so jemand wie Matthias Sammer eigentlich auch interessant. Der ist ja nur bei Dortmund leider. Also ja, auch ja, gut, top. Er ist nur Berater, aber guter Vorschlag. Er wäre vielleicht jemand, der auch auf den Tisch schauen könnte und sagen könnte, ey Leute, nee, wir hören jetzt mal auf, weil vielleicht haben die sich auch so ein bisschen gegenseitig selbst beweihräuchert. Also hier diese ganze Bande, die sind ja trotzdem immer meistens unter sich geblieben und die haben ja jetzt, wenn die jemand dazugeholt haben, jetzt sich nicht die schwierigsten Typen dazu holen. Dann holst du ja hier Sorg und Schneider, die sind ja überhaupt froh, dass sie überhaupt da irgendwie da arbeiten dürfen. Dann hast du Bierhoff. Das ist, die bleiben ja trotzdem lieber aber dort. Das ist ja DFB, ne? Also nein, das ist aber generell, das ist lustigerweise generell so ein Ding. Das ist total oft so, selbst bei Dingen, wo es funktioniert, dann holst du dir total oft irgendwelche Dullis, Ja-Sager, die irgendwie einigermaßen einen Job erfüllen können, aber du machst das Produkt dann nicht zwingend besser. Das sieht man auch in anderen Bereichen. Also, ja, jetzt müssen wir auf fairerweise sagen, dass wir das damals über Löw vermutlich auch gesagt hätten. Ne? Ja. Das ist halt schwer zu, also niemand hat damals gesagt, dass Löw ist eine geile Verpflichtung. Ich habe nicht gedacht, dass Löw dann auf alle. Ja, aber die Stimmung war trotzdem eine bessere. Also trotzdem das Gefühl gehabt, da wird ein Weg weitergegangen, weil er eh schon da war und es gab ja trotzdem auch diesen Talk, dass man sagt, ja eigentlich war er schon das, der Trainer und Klinsmann waren so. Der Spin war halt geil. Du hast genau ja so gedreht. Ja. Du hast ja gesagt, oh, er war so das Mastermind. Das ist aber auch nur wieder eine Erzählweise. Du kannst natürlich so Dinge natürlich erzählen und kannst jetzt sagen. Ja, aber das funktioniert ja auch, wenn es auf dem Platz sein ist, dann macht die Story auch Sinn. Aber das Ding ist, und vielleicht hätte es ja auch Sinn gemacht, ja, sagen wir mal, Deutschland wäre heute weitergekommen, Hummels köpft den rein, ja bla bla bla, und Deutschland wäre ins Halbfinale gekommen. Hätte man es auch anders erzählen können. Die Sache ist aber die, es ist jetzt nicht so gekommen. Und jetzt müssen die gucken, weil die müssen ja selber vielleicht auch aus ihrer Komfortzone raus. Also die werden ja schon eingespielte Routinen haben, zu sagen, Löw und ihr Turniervorbereitung, bla. Vielleicht müssen die auch neue Reizpunkte einfach setzen, egal wie die aussehen. Vielleicht wissen die das auch. Deswegen habe ich ja gesagt, ich würde Löw erstmal, keine Ahnung, einen Monat Urlaub geben und sagen, ey, komm nach einem Monat wieder, erzähl mal deine Sicht der Dinge und dann gucken wir mal. Also ich würde den nicht vom Hof fragen. Also das muss er auch bitte selber, genau, das muss er bitte selber entscheiden, weil ich habe das heute. Ich schätze ihn aber auch so ein, gerade mit dem Meistertitel, dass er das auch offen und ehrlich sagen würde. Ja, so wie Klopp das in Dortmund gemacht hat. Aber ich fand es heute auch beschämend, als Bela Reti gesagt hat, jetzt geht Jogi Löw in die Geschichte ein als erster Trainer, der aus der Vorrunde ausgeschieden ist. Ja, das ist richtig. Jetzt mal ganz kurz, bevor ich nerv euch gleich nicht weiter, aber wir müssen mal eins festhalten, was wir heute noch gar nicht gesagt haben. Jogi Löw ist mit der erfolgreichste Nationaltrainer. Habe ich vorhin auch schon gesagt, also, weißt du, wir müssen auch mal die Kirche im Dorf lassen, weil er jetzt ausgeschieden ist. Aber Jogi Löw ist auch wirklich ein Glücksfall für den deutschen Fußball. Er hat das alles sehr beruhigt, er hat alles diese Professionalisierung weitergeführt. Er hat 2010 schon keinen Fußball spielen lassen. Er hat wirklich also, ich lese die das deutsche noch mal Nationalmannschaft vor. Und ist 2014 Weltmeister geworden und ist, das ist alles Vize, in Ordnung, Vize was der gemacht hat. Vize-Europameister 2008, dritter Platz WM 2010, EM-Halbfinale 2012, Weltmeister also 14, Halbfinale EM 16. Also und jetzt guckt die anderen an. Ja, also ich würde es ihn jetzt selber entscheiden lassen, ich würde es ihn jetzt selber aus genau deswegen machen lassen, aber wenn er selber sagt, genau wie Klopp das in Dortmund auch gesagt hat, hat gesagt, ey, ich habe das Gefühl, irgendwie müssen neue Reizpunkte, dann ist es halt so. Also das ist dann so. Das wäre auch vollkommen in Ordnung, ja. Genau. Wenn er das selber wenn sagt, er macht es weiter. Genau, und wenn er selber sagt, ich traue mir das noch zu, finde ich auch, dass man ihm genau diese Möglichkeit auch geben soll, denn es ruft doch jeder schnell nach neuen Trainern. Ich meine, sorry, ihr seid Frankfurter, ja? Also ich meine, ihr wisst ja, dass es genau so ist, ein neuer Trainer ist ja, also das machen ja viele sehr, sehr gerne. Mhm. Aber du brauchst ja die Kontinuität, um da vielleicht auch eben Dinge weiter aufzubauen. Und alles, was jetzt, also es ist ja jetzt nicht alles schlecht, um Gottes Willen. Ich möchte das auch nochmal sagen, dass die deutsche Nationalmannschaft ausgeschieden ist, hat natürlich auch was damit zu tun, dass sie nicht so guten Fußball gespielt hat. Aber es geht halt unter, dass Nationalmannschaften wie Südkorea, Mexiko und Schweden auch Fußball spielen können und dass man manchmal, und das waren die zwei Pfostenschüsse von Brandt in zwei Spielen, wo gehen die rein, man über ganz andere Dinge redet. Also man muss ja gut, Argentinien ist gestern auch weitergekommen, war halt auch viel Glück, ne? Musst du auch sagen, genau, mit vier Punkten. Genau, ne? Das gehört eben mal dazu und das war 2014 nicht anders. Ja. Also deswegen darf man da auch bitte die Kirche im Dorf lassen und was ich glaube ist, dass dieser Umbruch von den Spielern auch herkommen muss, dass vielleicht auch eben Spieler sagen, hey, ich ziehe mich dann doch zurück. Das ist mir vielleicht auch einfach nach 50 Spielen zu viel. Das Feuer ist weg. Ich bin schon Weltmeister. Ja. Und dann passt es auch. Und allerwichtigstes, Oliver Bierhoff, bitte. Das war dann gut jetzt. Haben Sie toll gemacht, Herr Bierhoff. Aber danke. Reicht. Merkt schon, auf Bierhoff können wir uns alle einigen. Ja, ich würde eigentlich fast sagen, Jesper, wolltest du noch dazu was sagen? Oder wollen wir den Deckel heute mal drauf machen?
Wir können den Deckel drauf machen, das war ein schönes Schlusswort. Alles klar, dann vielen Dank, liebe Leute. Ich denke, wir haben uns einigermaßen extensiv darüber ausgetauscht, wie es mit der deutschen Nationalmannschaft so weitergehen könnte. Wir werden das natürlich im Auge behalten, nicht nur in diesem Eintracht-Podcast, wo normalerweise relativ selten über die Nationalmannschaft gesprochen wird, aber besondere Zeiten erfordern manchmal auch besondere Maßnahmen. Ich danke auf jeden Fall dem Flo Netfuller bei Twitter. Ja, gerne. Wunderbar, Jesper, dass du auch da warst. Ich kann es ganz schwer aussprechen, wie du bei Twitter heißt. Jesport, habe ich da genannt. Aber einfach Ringfuchs hören, das ist einfacher. Sehr gut. Und natürlich der Basti Red, natürlich auch dabei gewesen. Tschö, Eintracht. Macht's gut, ciao.